Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen in der Eisarena in Bremerhaven zum ersten Finalspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft in der Best-of-Seven-Serie. Die Fishtown Penguins empfangen die Eisbären Berlin. Es ist eine flirrende Atmosphäre. Die Arena ist restlos ausverkauft. 4.646 Fans, die da sind, die schon den ganzen Tag diesem Spiel entgegenfiebern. Und wir werden versuchen, euch das so gut es geht nach Hause zu transportieren. Mein Name ist Olaf Rathje für Radio Bremen und ich freue mich sehr, dass aus Berlin der Kollege Jens-Christian Gussmann dabei ist. Moin Jens, herzlich willkommen in Bremerhaven. Grüß dich Olaf, danke für den freundlichen Empfang und ich kann ja auch mal einen Satz vielleicht sagen, so ein bisschen bin ich ja vermutlich für die Berliner Sicht so hier geholt worden. Ja. Mein erster Eindruck, das hat so ein bisschen, das ist Oldschool hier in Bremerhaven, gar keine Frage. Und ich fühle mich sehr, und das ist eine sehr angenehme Erinnerung, an das erinnert, was die Eisbären früher gehabt haben. Mittlerweile spielen sie ja in dieser 14.200-Mann-Arena da in der Nähe vom Ostbahnhof, die mittlerweile schon, ich glaube, dreimal umbenannt worden ist. Erst O2 World, dann Mercedes Arena, mittlerweile Uber Arena. Das weiß man ja gar nicht mehr, wie die heißt aktuell. Aber früher haben sie im Wellblechpalast in Hohenschönhausen gespielt, vor 4.500. Und da war eine ähnliche Stimmung wie hier. Und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich nochmal daran denke, oder? Herrlich. Und jetzt müssen wir kurz ein bisschen ruhiger werden, falls ihr euch wundert, warum es hier ruhig wird plötzlich. Es beginnt die Nationalhymne, das ist so Usus bei Finalspielen. Und hier haben die Fishtown Penguins gesagt, wir holen den Marinemusikchor Ostsee, der jetzt gerade aufs Eis gekommen ist und die Nationalhymne spielt. Der Marine-Musikchor, der da aufs Eis gebracht wurde. Wir haben die Vorbereitung mitbekommen, die hier, wir haben gerade noch vom Pressesprecher der Fishtown Penguins gehört. Er hat alleine heute, glaube ich, drei Akkus leer telefoniert, weil das natürlich für Bremerhaven etwas Neues ist. Jetzt musste noch im letzten Moment ein Teppich organisiert werden, damit die Musiker da überhaupt dann aufs Eis können. Aber jetzt geht es dann auch los. Und nicht gleich flach liegen beim ersten Schritt, wenn sie da aus der Tür raus sind. Ne? Und jetzt geht es dann auch wirklich los. Beide Teams sind auf dem Eis. Jens, vielleicht noch kurz deine Einschätzung. Ich habe schon gesagt, für Bremerhaven natürlich absolutes Neuland. Das erste Mal sind die Fishtown Penguins im Finale. Für die Berliner ja ein bisschen schon fast Routine. Das neunmal Meister, das 13. Mal jetzt im Finale. Ja, genau. Aber ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, also wenn man die ganze Saison gesehen hat, es gibt ja wohl keinen verdienteren Finalteilnehmer als die Fishtown Penguine. Denn was die da abgezogen haben vom ersten Spieltag weg, gleich durchmarschiert, die ganze Zeit so diszipliniert, so strukturiert. Und jetzt ein Zitat von Eisbären-Coach Serge Aubin, der hat gesagt, auf diesen David-Goliath-Blödsinn, da fallen wir nicht rein. Wir wissen, gegen wen wir das heute zu tun kriegen. Und das kann er sagen, es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein. Es ist natürlich das Duell auch des Hauptrundensiegers der Fishtown Penguins gegen die Eisbären Berlin, den zweiten nach der Hauptrunde. Also die beiden besten Mannschaften, die am souveränsten und konstantesten in der Hauptrunde gespielt haben, die sich dann ja auch, muss man sagen, glaube ich, sehr souverän in den Playoffs durchgesetzt haben und sicherlich das verdiente Finale. Jetzt ist die spannende Frage, du hast schon gesagt, dieser David gegen Goliath-Quatsch, der natürlich hier im Bremerhaven sehr gerne benutzt wird und strapaziert wird auch vielleicht. Wie beurteilst du es? Ist es ein Duell auf Augenhöhe? Absolut, ist es. Wobei man, wenn man sich die reguläre Saison anguckt, sagen muss, da gab es so eine relativ klare Rollenverteilung zwischen beiden Teams. Also die Eisbären, das war die Mannschaft, die gerne dominant auftrat, die offensiv agierte, die den besten Angriff hatte, die meisten Tore erzielt hat.
Bremerhaven hat sich vor allen Dingen für mich auf die Defensive konzentriert, damit dann auch die beste Abwehr gestellt in den wenigsten Gegentore. Und wie heißt es so schön? Defense wins Championships. Also ich gebe die Favoritenrolle gerne nach Bremerhaven. Also wir nehmen die einfach mal an. Wir sind gespannt. Die Fishtown Pinguins, die Gastmannschaft in den dunklen Trikots, ganz in Schwarz in ihrem ersten Finalspiel. Die Gäste aus Berlin in Weiß und dem Eisbären auf der Brust. Und wir sind gespannt auf dieses erste Finalspiel, das vermutlich wirklich ein Duell auf Augenhöhe sein wird. Das werden wir natürlich jetzt gleich erst sehen, wenn es reingeht. Vielleicht natürlich die Erfahrung ein Faktor für die Berliner. Aber die Rückendeckung durch die Fans, die Euphorie in dieser Stadt in Bremerhaven, die ist kaum in Worte zu fassen. Schon weit vor dem Öffnen der Hallentore standen hunderte Fans davor und wollten rein. Und jetzt gleich gibt es den ersten Bulli. Ja, und wie gesagt, die Gastgeber Bremerhaven in Schwarz mit ihrer, ich kann es glaube ich so formulieren, gefürchteten ersten Reihe. Der Kapitän Jan Obers und die anderen beiden Slowenen da an seiner Seite. Sieger Jeglic und Mija Verlic. Gleich mit ihnen soll es versucht werden, den Eisbären das erste Mal einzuschalten. Aber Spiel läuft, Bulli gewinnt für die weiß gekleideten Gäste, die es dann gleich über die rechte Seite verlieren. Aber Scheibe ist weg und jetzt versuchen es die Fishtown Pinguine auf dem Weg nach vorne. Aber auch ihrerseits Scheibenverlust im Berliner Drittel. Das geht jetzt relativ schnell hin und her, denn jetzt wird die Scheibe schon wieder bei den Eisbären reingechippt. Aber das ist immer so ein Moment, um sich Luft zu verschaffen und zu wechseln. Also die erste Reihe ist durch. Die Eisbären auf dem Weg nach vorne. Erster Schuss aufs Tor. Sehr souverän von Gudlewskis da im Kasten. Der Mann mit der Nummer 30. Bester DEL-Torhüter der Saison. Und an der Bande hinter dem Tor gleich erste Diskussion zwischen zwei Eisbären und ein, zwei Bremerhavenern. Konnte ich nicht ganz genau erkennen, was da los war. Hast du das gesehen, Olaf? Es wurde zumindest so ein bisschen Argumente ausgetauscht. Das war eine schöne Formulierung von dir, Diskussion. Also die haben sich ein bisschen hin und her geschubst an der Bande und das direkt vor der Fankurve der Fishtown Pinguins, die auch jetzt ihre Mannschaft anfeuern, die in der Defense ist. Bulli vor dem Tor der Fishtown Pinguins. Christos Gudlewski ist der Keeper, der eben schon einmal den Fanghandschuh ausgefahren hat, parieren konnte. Es wird ein Duell der Torhüter sein und da ist das 1:0. 1:0 für die Berliner aus dem Nichts heraus. Noch nicht mal eine Minute gespielt hier in Bremerhaven. Wow, was für ein Start für die Eisbären. Torschütze, der Mann mit der 89, Zach Boychuk, ihr bester Torschütze in der regulären Saison. Da gewinnen die Berliner das Bulli, spielen die Scheibe zurück an die blaue Linie. Dann kommt sie hinter das Tor und am linken Pfosten, da lauert Boychuk, kriegt die Scheibe. Gudlewskis weiß gar nicht, wo sie ist. Denkt, da ist der Bauerntrick. Der Berliner würde hinter dem Tor rumfahren. Aber nein, die Scheibe bei Zach Boychuk. Kurze Ecke ist frei. Und ohne Mühe, ohne Probleme versenkt er das Ding oben im linken Winkel. 1:0 für die Gäste. Das ist der Start, den sie sich erhofft haben. Boychuk völlig frei da, direkt vor dem Tor der Fishtown Pinguins. Hatte da wirklich überhaupt keine Mühe, den dann reinzuschlagen, weil er da überhaupt nicht bedrängt wurde. Da haben die Fishtown Pinguins, die ja eigentlich so defensiv stark sind und da ja vor allem mit ihrem neuen Special Teams Coach Marcel Sulzer so sehr an der Abwehrarbeit gearbeitet haben, doch ein wenig gepennt in dieser Anfangsphase. Vielleicht dann doch noch ein bisschen diese Aufregung, ein Fehler, der ihnen eigentlich nicht unterläuft. Jetzt wollte ich sagen, kleiner Dämpfer, aber ich glaube, ihr könnt es hören über unsere Außenmikrofone. Weiterhin stehen hier alle Fans in der Halle, feuern ihr Team an. Und jetzt kriegen wir schon wieder eine Parallele zu dem Tor. Eben, es gibt wieder Bulli vor dem Tor der Fishtown Pinguins direkt auf der linken Seite. Bulli gespielt, wieder gewonnen von den Berlinern, die hier viel besser reinkommen in die Partie. Schuss aus der Distanz. Gudlewski ist mit den Schonern da, kann am Goal vorbeilenken. Aber weiterhin die Berliner, die dominieren die gefährliche Mannschaft, die jetzt auch wieder hinterm Tor ist, aufs Tor zukommt. Dann sind da 3-4 Spieler vor dem Tor. Puck ist hinter jenem und jetzt an der Bande wird da gecheckt und jetzt wird weiter um den Puck gekämpft. Und Gudlewskis liegt im Butterfly noch auf dem Eis. Das heißt, beide Schoner seitlich runter. Und er guckt immer links, rechts. Was passiert da hinter meinem Tor? Er will halt Sicht haben. Er will wissen, wo muss er hin? Wo muss er eventuell eingreifen? Und jetzt heißt es erstmal wieder runterkommen. Scheibe erobert
Die Mannschaften nutzen die Gelegenheit zum Wechseln. Beide Mannschaften mit frischen Kräften. Und jetzt werden die Fishtown-Pinguine von ihrem Tor aus, Hintertor, angreifen. Sind schon im Mitteldrittel. Jetzt bei den Eisbären drin. Erster Schuss aufs Eisbärentor. Hildebrand kann nicht festhalten, die Scheibe. Weiter im Spiel. Die Eisbären erobern das Spielgerät. Spielen raus. Ihrerseits auf dem Weg nach vorne, über die rechte Seite. Freddy Tiffels, einer ihrer schnellsten, einer der Tempo und Geschwindigkeit ins Eisbärenspiel reingebracht hat. Jetzt geht es wieder über die rechte Seite. Leo Pöderl ist da jetzt. Der Mann, der in der ersten Reihe spielt, gemeinsam mit Boyczak und mit vermutlich ihrem besten Schirmer, besten Angreifer, Marcel Nöbels, auf jeden Fall ihr erfolgreichster Scorer. Verdeckter Schuss von der blauen Linie, wird aber geblockt. Scheibeneroberung für Bremerhaven. Die wechseln jetzt erstmal wieder, halten die Scheibe defensiv hinterm Tor. Und erst wenn dann alle Mann wieder frisch und positioniert auf dem Eis sind, geht's nach vorne in dieser Sekunde, Olaf. Die Anfangsphase eindeutig geht an die Gäste aus Berlin, nicht nur aufgrund des Führungstores, sondern auch ansonsten sind die eindeutig hierher auf dem Eis in der Eisarena Bremerhaven. Bisher nur dieser Schuss von Nicolas B. Jensen, der rechtzeitig wieder fit geworden ist, vor wenigen Augenblicken, der ein bisschen Gefahr auf das Berliner Tor gebracht hat. Ansonsten spielt es sich überwiegend im Drittel der Fishtown Pinguins ab, die jetzt nochmal einen weiten Schlag nach vorne spielen. Eising wird wieder Bulli geben, auch richtig angezeigt von den Referees. Und das gibt natürlich beiden Teams wieder die Gelegenheit zum Wechsel, um frische Kräfte aufs Eis zu bringen. Es wird wieder ein Bulli geben, direkt vorm Tor der Fishtown Pinguins. Also das ist natürlich für die Heimmannschaft ein kleiner Schock. So sind sie, wenn ich mich recht erinnere, noch in keinen Playoff-Partie gestartet, dass sie gleich in der ersten Minute einen solchen Dämpfer bekommen haben. Da wird sich das Team erstmal schütteln müssen. Ich gehe rüber oder mein Blick geht rüber zu Thomas Popisch, der die Arme verschränkt hat, aber das hat nichts zu sagen. Das hat er immer wieder. Schuss verdeckt aufs Tor der Fishtown Pinguins, der dann da an einen Schlittschuh knallt und knapp am Tor vorbeigeht. Weiterhin Puck besetzt für die Berliner, die wieder vorm Tor an den Puck kommen. Wieder ein Schuss auf das Tor von Christas Gutlewski, vielleicht jetzt die Gelegenheit mal für die Pinguins, da einen Angriff vorzutragen. Spielen aber erstmal wieder hinten rum, um zu wechseln. Und jetzt haben wir es aber geschafft. Rein im Eisbärendrittel. Über die linke Seite, aber da werden sie gleich bekämpft an der Bande. Zweikämpfe und schaffen es die Eisbären, den Puck rauszuspielen. Landet jetzt hinterm Tor, aber bei einem Weißen, also bei einem Eisbären. Sie sind aber nicht in der Lage, sehr kontrolliert zu spielen. Da ist ein verdeckter Schuss mit dem Schläger, ist dann Hildebrand zur Stelle und lenkt die Scheibe ins Netz. Das heißt, gleich wird es mit einem Bulli im Eisbären-Drittel weitergehen und beide Mannschaften bringen aber erstmal wieder frische Spieler aufs Eis. Ich schaue mal bei den Eisbären, das dürfte sich jetzt um die zweite Reihe handeln. Unter anderem mit ihrem Bulli-König, mit dem Center dieser zweiten Reihe, Patrice Cormier, der macht sich da gleich bereit. Noch einmal den Schläger aufs Eis und dann wird die Scheibe gleich fallen und dann geht's weiter mit dem Bulli und dann müssen wir gucken, ob die Eisbären auch dieses Bulli gewinnen werden, wie beim 1:0. Scheibenbesitz für die Gastgeber, aber das ist jetzt das Spielgerät an der Bande hinter dem Tor und da gibt es jetzt mehrere Zweikämpfe. Momentan nicht viel Fluss im Spiel. Jetzt fallen auch noch zwei Spieler aufs Eis, aber die Scheibe ist frei. Und die Berliner schaffen es nicht, die Scheibe raus zu befördern. Das ist ein unangenehmer Moment. So lange möchte man da hinten eigentlich nicht drinstehen, sondern wenn man die Scheibe mal hat, will man sie eigentlich klären und sich erstmal Luft verschaffen, indem man rausspielt. Vielleicht jetzt die Chance. Scheibe ist erobert, im Mitteldrittel drin. Okay, dann kann man wenigstens, die Scheibe ist weg, aber man kann wenigstens mal wechseln, frische Leute bringen. Und das war jetzt aber schlecht von den Bremerhavenern. Scheibenverlust im eigenen Drittel, aber auch ein schlechter Pass der Eisbären. Da haben sie nicht viel draus gemacht, Olaf. Jetzt versuchen sie noch einmal neu aufzubauen. Weiter Schlag nach vorne. Das gelingt auch. Viking Stutt ist da im Drittel und kurft den ersten und kurft den zweiten, wollte ich beinahe sagen. Aber dann ist wieder Jake Hildebrand da und kann seine Klasse beweisen bei dieser durchaus starken Aktion von Viking Stutt, die hier den Fans sicherlich ein bisschen Hoffnung und Mut macht. Denn bisher 5,5 Minuten sind rum, geht diese Partie voll und ganz an die Gäste aus Berlin, die völlig zu Recht mit 1:0 führen und jetzt auch wieder im Puckbesitz sind, ins Drittel der Bremerhavener eintauchen. Und der Schuss geht aufs Tor. Noch einmal der Schuss und das 2:0. 5,5 Minuten sind rum und das 2:0 für die Eisbären Berlin. Und da wird es jetzt ganz, ganz ruhig hier in der Eisarena Bremerhaven. Und
Und ganz ehrlich, da muss ich sagen, da hat der beste DEL-Goalie der Saison nicht gut ausgesehen, Olaf, denn du lernst es schon in der Jugend als Torhüter, nie den Puck nach vorne prallen lassen. Sieh zu, wenn du ihn nicht festhalten kannst, irgendwie zur Seite. Hat er aber nicht gemacht. Der erste Schuss, den kann er noch abwehren, aber die Scheibe landet genau bei Leo Pföderl und er hat dann wenig Probleme, sie halb rechts hoch im Kasten unterzubringen, auch weil Gudlewski da noch nicht richtig positioniert ist. Er kommt erst rüber in dem Moment, in dem der Schuss schon unterwegs ist und da ist die kurze Ecke halt nicht zu und halb hoch geht der Puck da rein. Ja, das ist eine Führung, die jetzt 2:0 für die Eisbären lautet und die den Bremerhavenern sehr, sehr wehtut. Und ich könnte mir vorstellen, ihr Matchplan hat so nicht ausgesehen. Man kann noch überlegen, ob er vielleicht den Puck zu Felix Scheel einfach abprallen lassen wollte, der ihm ja direkt vor ihm stand, also der Verteidiger der Bremerhavener, dass er ihn mitnimmt. Scheel konnte ihn aber nicht mit dem Schläger mitnehmen und so prallte er ihn direkt zum Berliner, der keine Probleme hatte, Pföderl den Puck dann ins Netz zu schießen. Also 2:0 Führung für die Eisbären Berlin in diesem Spiel, in diesem ersten Finale. Die Fishtown Pinguins wirken geschockt, die Fishtown Pinguins wirken angeschlagen. Ich blicke mal rüber, denn natürlich haben wir hier viele Fans aus Bremerhaven, aber wir haben ja auch einige Busse, die aus Berlin mit angereist sind und die können ihre Freude gerade kaum in Worte fassen, glaube ich, dass sie jetzt hier schon so früh beim Hauptrundensieger mit 1:0 führen. Aber wir schauen wieder aufs Spiel, denn da sind die Fishtown Pinguins um eine Antwort bemüht. Schlagschuss von der blauen Linie. Sie sind im Drittel der Berliner. Jetzt aber wieder ein Fehler und das gibt die Gelegenheit zum schnellen Gegenangriff für die Eisbären. Puck rübergespielt, gut gemacht und wieder kommt er in die Mitte, aber dann ist Gudlewski erstmal da mit den Schonern und kann ihn abwehren. Also da ist diese Chance erstmal vertan. Weiterhin 2:0 Führung für die Eisbären Berlin. Die jetzt versuchen, die Scheibe im Bremerhavener Drittel zu erobern. Sehr guter Vorcheck. Und dann wird es ein unkontrollierter Schlag nach vorne. Aber nichtsdestotrotz ist die Scheibe jetzt erstmal weg und die Bremerhavener können durchatmen. Probieren es ihrerseits mit Vorcheck. Hat insofern was gebracht, dass die Eisbären jetzt wild die Scheibe nach vorne gekloppt haben. Das wird Icing geben und dann geht es mit einem Bulli gleich im Eisbären-Drittel weiter. Und das ist eine Gelegenheit vielleicht, sich da gleich mal festzusetzen im Angriffsdrittel. Die Bremerhavener müssen jetzt ja beim Spielstand von 0 zu 2 was tun. Olaf, weißt du, was man einfällt bei der Gelegenheit? Bestes Auswärtsteam in dieser DEL-Saison, die Eisbären Berlin. Ja. Jetzt kommen sie. Aber jetzt kommen erstmal wieder die Fishtown Pinguins. Da ist die Gelegenheit und da kommt auch der Schuss aufs Tor. Aber Jake Hildebrand, die haben nicht nur das beste Auswärtsteam, sondern die haben auch mit einen der besten Goalies, nämlich den Hildebrand. Aber jetzt musste ich kurz stocken, denn da war wieder der Puck vor dem Tor der Fishtown Pinguins. Das kann hier plötzlich eine ganz miese Rutsche werden, wenn die so weiterspielen, denn die Eisbären Berlin haben das hier momentan sehr, sehr im Griff. Was übrigens auch auffällt, wir haben gleich 8 Minuten gespielt, wir haben noch nicht eine einzige Strafzeit gekriegt. Das ist das, was beide Trainer vorher gesagt hatten. Es wird sich wahrscheinlich entscheiden über die Strafzeiten. Damit haben sie jetzt bisher nicht recht gehabt, aber sie spielen diszipliniert. Beide Teams versuchen diese Strafzeiten unbedingt zu vermeiden. Ja, und das ist ja auch was, was man sich bei den Eisbären gerade für die Playoffs vorgenommen hat. Denn in der regulären Saison waren sie das Team mit den meisten Strafzeiten. Und alte Eishockey-Weisheit sagt, auf der Strafbank kannst du keine Spiele gewinnen. Und das haben sie dann in den Playoffs auch viel, viel besser gemacht. Ich habe mal mit Eisbären-Stürmer, also mit dem Mann, der das 2:0 gemacht hat, Leo Pföderl, gesprochen. Der hat gesagt, ja, das haben wir in der regulären Saison wirklich nicht so gut gemacht. Im Zweifel musst du dann auch mal einen Schläger oder eine Faust fressen, Otto und Pföderl, und lieber nicht zurückhauen, um dann zu verhindern, anschließend vielleicht in Unterzahl spielen zu müssen. Also da ist Disziplin gefragt. Jetzt geht es weiter mit einem Bulli im Drittel der Bremerhavener, rechter Bullikreis. Scheibe ist im Spiel und Scheibengewinn für die weiß gekleideten Gäste, die aber jetzt keine richtige Anspielstation finden. Spielgerät verloren, Bremerhaven auf dem Weg nach vorne. Ist das die Schusschance für Nino? Nein, wird gestoppt. Und jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Und es ist wieder Zach Boychuk, der Torschütze, zum 1:0. Schuss geht durch, war auch verdeckt, aber Schoner von Gudlewski war da. Und jetzt ist es ein wildes Rauf und Runter. Der Scheibenbesitz wechselt jetzt quasi sekundenweise. Und es muss erstmal wieder Ruhe ins Spiel reingebracht werden. Frische Kräfte aufs Eis. Das passiert jetzt auch bei den Berlinern. Auch die Bremerhavener
Und die werden jetzt versuchen, sich das Spielgerät zurückzuholen, Olaf. Erstmal geht er aber über die Plexiglasscheibe bei diesem Pass nach vorne. Das war nicht ganz so gut gespielt. Deshalb gibt es jetzt auch erstmal eine Unterbrechung. Und beide Teams können sich nochmal neu sortieren. Das gibt uns auch die Gelegenheit, diese ersten 8-9 Minuten mal ein bisschen zu analysieren, solange der Puck ruht. Ja, was ist das für eine Anfangsphase? Ist dann vielleicht doch die Erfahrung der Berliner bisher dieser ausschlaggebende Faktor? Für mich wirkt Bremerhaven nervös. Das ist nicht das Spiel, das wir bisher von den Fishtown Pinguins in dieser Saison kennen. Ja, ich bin total überrascht. Also ich habe mir ganz was anderes erwartet. Ich habe mir erbitterte Zweikämpfe, leidenschaftliches auf den Weg nach vorne vorgestellt. Aber es ist tatsächlich so, sie machen Fehler, viel zu viele Fehler. Und das war mir vorher eigentlich schon klar. Die Mannschaft, die weniger Fehler macht, die wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diese Partie hier gewinnen. Also ich kann mich an Spiele in den Playoffs der Eisbären erinnern, gegen Mannheim, aber auch in der nächsten Serie, die sie da gehabt haben, gegen Straubing. Letztendlich entschieden zum Beispiel, da ging es zweimal in die Overtime, einmal sogar das ganze lange Spiel in Straubing. Und entscheidend dann ein Scheibenverlust der Straubinger in der eigenen Hälfte. Dann stiefelte damals einer der schnellsten Eisbären los, Ty Ronning, und machte das entscheidende Tor. Und wenn man da so eiskalt ist bei den Fehlern der anderen, dann ist das ein ganz großes Plus. Momentan haben die Eisbären dieses Plus. Es sind die Kleinigkeiten normalerweise. Aktuell sind es eher fast die großen Dinge, die zumindest bei den Fishtown Pinguins nicht funktionieren. Es fehlt auch so ein bisschen, zumindest auf dem Eis, diese finale Atmosphäre. Es geht nicht so richtig aggressiv zur Sache. Beide Teams, und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie halt Strafzeiten unbedingt vermeiden wollen. Erstmal gucken wollen, wie pfeift der Referee, was macht der, wann gibt der Strafzeiten, halten sich noch ein bisschen zurück. Wir haben da wenig, ja, Zweikämpfe, die so ein bisschen für diese finale Endspiel Atmosphäre ja ausdrücken würden. Wieder Puckgewinn für die Berliner, die schon wieder in ihren weißen Trikots über die linke Seite losrauschen Richtung Bremerhavener Tor, aber jetzt können die Bremerhavener sich den Puck erobern und schnell geht es vors Tor, vielleicht jetzt die Gelegenheit, und dann hätte er einfach selber schießen müssen aufs Tor, Philipp Brugesser, das kann er, aber stattdessen probiert er den Ball noch einmal, den Puck, Entschuldigung, noch einmal rüber zu spielen, und dann sind die Berliner dazwischen, die jetzt wieder aufs Tor gehen und der Ball knallt an die Latte oder an den Pfosten, beinahe. Also das 3:0 für Berlin. Tobi Eder ist es gewesen, der Mann mit der 22, zweitbester oder erfolgreichster Eisbären-Torschütze in der regulären Saison. Aber Bremerhaven antwortet mit dem Versuch, schnell über die rechte Seite zu spielen. Ich vermute, abseits, das heißt, der Bremerhavener Spieler war schon im Angriffsdrittel drin, bevor die Scheibe da auch drin war. Ja, genau so wird es sein. Gleich geht's weiter mit einem Bulli. Rechts von mir ist das Verteidigungsdrittel der schwarz gekleideten Fishtown-Pinguine, also der Gastgeber. So, die Eisbären mit ihrem vierten Sturm. Center Manuel Wiederer fährt dahin zum Bulli. Neben ihm rechts Jaden Deschenaux, jemanden, den die Eisbären nachverpflichtet haben in der laufenden Saison. War dann lange Zeit wieder verletzt und ist erst zu diesem Spiel heute wieder fit geworden. Seine erste Playoff-Partie. Ich bin gespannt, was von ihm noch zu sehen sein wird. Hat er schon mal bei der DEG, in der DEL gespielt. Oh, das war ein harter Check, den die Eisbären da in Person von Julian McCurry da eben gefahren haben. Aber die Refs sagen, nee, wir wollen das Spiel nicht entscheiden. Wir geben da keine Strafe, wir lassen weiterlaufen. Schusschance für Bremerhaven über die linke Seite. Da ist es schnell gegangen durch den Mann mit der Nummer 13, Sieger Jeklitsch, aber weit am Tor vorbei. Spiel unterbrochen, geht gleich mit dem Bulli weiter. Colt Conrad flog da gefühlt einmal durch die Luft bei diesem harten Check gerade. Also da hätte ich, glaube ich, für 2 Wochen mich aufs Sofa gelegt danach, wenn man mich so abgeräumt hätte. Colt Conrad hat sich einmal geschüttelt und wird wieder weitermachen. Das ist ein harter Check. Das ist jetzt dieser erste richtige Zweikampf. Aber auch dieses Zeichen kommt wieder von den Berlinern und nicht von den Bremerhavenern, die jetzt aber zumindest das Bulli vor dem Tor der Gäste gewinnen und immer noch im Drittel sind und jetzt versuchen, eine Schusschance zu finden. Jetzt rauscht der Schuss allerdings am Goal vorbei. Noch einmal die Gelegenheit und vielleicht jetzt, denn dann kann wieder Jake Hildebrand die Schoner dazwischen kriegen und diese Chance wieder vertan. Es bleibt weiterhin beim 2:0 für Berlin. Puck hinter dem Tor von Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins bauen neu auf. 9 Minuten 20 regulär noch zu spielen in diesem ersten Drittel.
Das ist natürlich zur Einordnung. Im Eishockey wird auch die Meisterschaft in der Best-of-Seven-Serie gespielt. Das bedeutet, 4 Siege sind nötig, um den Titel zu holen. Aktuell sind die Berliner nah dran an dem ersten Sieg. Aber im Eishockey kann das ja so, so schnell gehen. Vor allem jetzt wieder, wenn die Pinguins aufs Tor zugehen. Der Berliner. Im Drittel sind sie. Vielleicht jetzt die Gelegenheit für Käble. Und dann ist der Puck im Tor. Das 1:2. Und wenn ich es richtig gesehen habe, müsste das Lukas Käble gewesen sein. Und da sah Jake Hildebrand für mich nicht ganz, ganz sicher aus. Der Schuss ist frei vor ihm. Da kann keiner ihn verdecken, deshalb hat Käble da freie Schussbahn, das ist klar. Der nimmt ordentlich Schwung auf, aber Käble hat ihn eigentlich gefühlt schon fast im Fanghandschuh und lässt ihn dann halt doch noch fallen und dann trudelt der Puck so über die Linie. Wir schauen uns das nochmal am Monitor an. Ja, Jake Hildebrand denkt schon, ich habe ihn sicher, guckt fast in seinen Fanghandschuh rein und dann kullert der Puck fast über die Linie. Also das 1:2 jetzt. Lukas Käble mit dem Anschlusstreffer für die Fishtown Penguins. Also wenn man sagen kann, beim zweiten Berliner Tor sieht Gudlewskis nicht gut aus, dann muss man sagen, bei diesem Anschlusstreffer geht das Gleiche für sein Gegenüber, für Jake Hildebrand. Also alte Torhüterregel, wenn du ihn berühren kannst, dann musst du ihn auch halten. Er ist dran, lässt ihn aber irgendwie wieder frei werden und im zeitguten Tempo kullert, hoppelt die Scheibe dann über die Linie und schafft es fast gar nicht mehr bis hinten ans Gestänge ran. 1:2, Bremerhaven ist wieder dran. Aber fast erstaunlich, wir haben die beiden besten Goalies der Saison hier und beide jetzt schon in dieser Anfangsphase mit, naja, sagen wir nicht vielleicht Fehlern, aber sagen wir zumindest unglücklichen Aktionen. Also das vielleicht schon mal großes Erstaunen. Wir waren vorher uns sicher, es wird ein Duell der Goalies sein, aber das hatten wir ein bisschen anders erwartet, nämlich dass die hier eigentlich alles wegfischen, beide jetzt mit 2 Unsicherheiten, die jeweils zu Toren geführt hatten. Und natürlich jetzt die Eisarena Bremerhaven erwacht und auch die Fishtown Penguins. Das ist Vikingstad, spielt den Puck nochmal hinten rum und jetzt sind sie wieder im Drittel der Berliner. Hinterm Eis, Vikingstad macht den Puck fest und jetzt suchen sie die Schussstation. Da ist Grzegorz Blasch, der nachverpflichtete Blasch. Grzegorz hat ihn am Puck an der blauen Linie und da kommt der Schuss aufs Tor, geht dann aber vorbei. Weiterhin Scheibenbesitz für die Bremerhavener und jetzt können die Berliner ihn rausspielen. Ja, und sind aber nicht in der Lage, den Puck zu kontrollieren, sondern sehen sich gleich dem nächsten Bremerhavener Angriff gegenüber. Denn die sind schon wieder drin, vorne im Angriffsdrittel, verlieren die Scheibe aber an der Bande hinter dem Tor. Holen sie zurück und da ist der Ausgleichstreffer für die Bremerhavener. Unachtsamkeit der Eisbären an der blauen Linie. Schneller Pass nach vorne, 2-3 Meter, halbrechte Position vor dem Tor. Und dann ist er frei. Der Mann mit der Nummer, Olaf? Das Mauermann war es mit der Rückennummer 14. Der Mauermann, der dreht in den letzten Wochen richtig auf und er dreht hier mal kurz am Volume-Regler in der Eisarena. Hier ist richtig jetzt Party-Alarm. Die lagen eben 0-2 hinten. Die waren überhaupt nicht drin in der Partie. Und dann, innerhalb weniger Minuten, melden sie sich zurück. Erst mit dem Schuss von Käble zum 1:2. Und jetzt Ross Mauermann mit einem sensationellen Trick. Wir schauen uns das gerade nochmal an. Das macht er ganz, ganz stark, oder? Ja, schön auf dem Würfel hier zu sehen. Direkt zentrale Position vor dem Tor. Kriegt er den Puck, tut so, als ob er nach rechts rüber will. Und dann mit der Rückhand doch in die linke Ecke rein. Da hat er so ein bisschen den Hildebrand im Kasten auch verladen. Und was das mit den Eisbären macht, sieht man in dieser Sekunde kurz vor Bulli. Denn da geraten 2 Spieler aneinander. Und bei den Schiedsrichtern ist es häufig so, wenn sie nicht erkennen können, wer hat angefangen, dann schicken sie gleich beide auf die Strafbank. Und genau das wird jetzt auch in dieser Sekunde passieren. Also Strafzeiten für beide Teams. Wir reichen gleich nach, wer da von den Teams rausgeschickt wurde. Zumindest geht es jetzt mit jeweils
einem Spieler auf der Strafbank von beiden Teams weiter. Ausgeglichen auch der Spielstand. Jetzt 7 Minuten vor dem Ende dieses ersten Drittels steht es 2:2. Die Fans in der Eisarena Bremerhaven reißen ihre Schals nach oben und feiern ihr Team, das jetzt hier große Comeback-Qualitäten gezeigt hat. Etwas, was ich überhaupt nicht angedeutet hatte und was jetzt auch, möchte ich doch sagen, eine große Stärke des Teams aus Bremerhaven ist. Denn es war nicht in der Partie drin. Es sah in vielen Aktionen überhaupt nicht gut aus und ehrlich gesagt hat er auch nichts darauf hingedeutet, dass sie plötzlich mit 2 Toren sich so zurückmelden. Ja, aber das zeigt eben auch die Stärke und die Qualität dieser Mannschaft, die ja nicht umsonst Erster in der regulären Saison geworden ist. Und dann haben sie sich tatsächlich einmal richtig geschüttelt und das ist ja das, was wir schon die ganze Zeit hier sagen. Du musst weniger Fehler machen, dann hast du eine gute Chance, diese Partie zu gewinnen. Und beim 1:2, beim Anschlusstreffer der Bremerhavener, sieht Hildebrand im Eisbären-Tor nicht gut aus. Und beim Ausgleich, beim 2:2, haben die Eisbären die Scheibe eigentlich schon fast geklärt. Und dann verlieren sie das Spielgerät doch noch kurz vor der blauen Linie. Schneller Pass nach vorne. Und dann ist Ross Mauermann da. Sehr abgeklärt und sehr souverän und sehr smart zur Stelle und macht den Ausgleich 2:2. Qualitativ vielleicht bisher kein hochklassiges Eishockey-Match, aber auf alle Fälle unterhaltsam. Wir haben schon 4 Tore gesehen und wir haben eine Gastmannschaft gesehen, die hier ganz stark aufs Eis gekommen ist in Bremerhaven und eine Heimmannschaft, die Fishtown Penguins, die sich zurückgemeldet hat, auch mit der Unterstützung der Fans und hier gerade das 2:2 erzielen könnte. Bojczuk mit dem 0:1, Föderl das 0:2, Käble mit dem 1:2 und Ross Mauermann gerade mit dem 2:2 Ausgleich. Das für alle, die vielleicht jetzt gerade erst dazuschalten. Es ist eine auf alle Fälle unterhaltsame Partie. Jetzt gibt es das nächste Bulli und zwar vor dem Tor der Berliner, die auch direkt ihre mitgereisten Fans hinter sich wissen. Und die haben die Schusschance. Der geht direkt aufs Tor. Da ist Jake Hildebrand da. Kann ihn allerdings nicht festhalten. Er prallt vor ihm ab. Noch einmal die Chance. Alle sind vor dem Tor. Alles verdeckt. Noch einmal der Schuss. Die Fishtown Penguins probieren es jetzt. Das ist ein Mittel, das sie auch in der Saison immer wieder hatten, aus allen Lagen zu schießen. Irgendeiner wird schon reingehen oder abprallen und dann ergibt sich die Möglichkeit. Aber jetzt sind die Berliner auch schon wieder da auf der anderen Seite. Jetzt geht es hin und her. Jetzt ist hier richtig Tempo drin. Jetzt wieder die schwarz gekleideten Pinguins auf ihrer Sturmseite im Drittel der Berliner. Dann allerdings der Puck auch schon wieder weg. Scheibengewinn für die Gäste, die jetzt mal ein bisschen das Tempo auch rausnehmen. Ja, und er ist aber mit dem steilen Pass probieren. Tiffels, einer ihrer schnellsten, ist aber nicht wirklich in der Lage, die Scheibe zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz behalten die weiß gekleideten Gäste sie. Müller, der Verteidiger, mit dem Versuch eines Schlenzers kurz hinter der blauen Linie, wird aber geblockt. Bremerhaven jetzt schon wieder umgeschaltet, schnell auf dem Weg nach vorne. Sind drin im Eisbären-Drittel, können sie die Scheibe auch kontrollieren. Naja, auf jeden Fall sind sie erstmal in Besitz, wird jetzt aber einen Zweikampf an der Bande geben. Schwierig da rauszukommen, nichtsdestotrotz. Ja, es ist tatsächlich so, Scheibe weg, aber zurückgeholt. Nächster Anlauf, diesmal über die linke Seite der Bremerhavener. Und jetzt sind sie mit der Scheibe schon hinter dem Tor, passen zurück an die blaue, zurück in die Mitte und da wird ein Foul reklamiert, aber nicht gegeben. Die Eisbären über die rechte Seite. Föderl mit dem Pass. Querpass auf Bojczuk. Und da hat Gulewskis das erste Mal gezeigt, wie gut er ist. Denn das muss eigentlich die erneute Führung für die Eisbären sein. Aber da kann er den Einschlag verhindern. Und Bojczuk beschwert sich, angeblich ist er gefoult worden. Schiri stand direkt daneben, hat nichts gegeben. Also weiterhin 2:2. Jetzt geht's weiter mit den Bremerhavenern, die die Scheibe jetzt aber erstmal hinten rausspielen, neu aufbauen über die linke Seite und da ist sie irgendwo verschwunden, wo sie keiner mehr sieht. Spiel unterbrochen und es wird jetzt gleich weitergehen mit Bulli im Eisbären-Drittel. Auf dem Eis die dritte Reihe. Die dritte Reihe, das heißt Bulli-König Patrice Cormier, der Eisbären, ist dabei. Nee, sein Trainer holt ihn doch nochmal runter. Ich hätte es gedacht, das wäre eigentlich eine gute Chance, in den Scheibenbesitz zu kommen. Aber Cormier ist runter, darf sich erstmal wieder ein bisschen erholen, darf durchschnaufen. Und
Es ist so, dass es da jetzt mit dem Bulli weitergegangen ist. Scheibenbesitz für Bremerhaven. Jetzt kurven sie um das Tor, hinten rum, spielen zurück an die blaue Linie. Schlagschuss wieder nach vorne. Ist jetzt nicht unbedingt ein sehr strukturiertes, kontrolliertes Spiel. Aber man kann ja mal versuchen, einfach so ein bisschen Druck auszuüben. Schmutziger Schuss, also ein Verdeckter, den der Goalie nicht sieht. Manchmal funktioniert auch das. Hat aber in diesem Fall nicht geholfen. Die Eisbären auf dem Weg nach vorne holen sich die Scheibe an der Bande hinter dem Tor. Sind im Angriffsdrittel noch drin. Jonas Müller, ihr Nationalspieler, über links mit dem Schuss vors Tor. Großes Gerangel, der Schiedsrichter liegt. Scheibe ist immer noch frei. Und jetzt sind da 5, 6 Mann auf dem Eis. Und dann wird abgepfiffen. Und dann wird es, nachdem da alles wieder beruhigt worden ist, wird es gleich weitergehen. Schiedsrichter stehen schon wieder alle. Bei den Spielern ist es noch nicht so, dass sich alle wieder erhoben haben. Aber eine sehr konfuse Situation da direkt vor Gudlewskis im Bremerhavener Tor. Nichtsdestotrotz 2:2. Das ist der Spielstand und damit wird es gleich weitergehen. Kurzer Blick auf die Anzeigentafel. 3:51 im ersten Drittel noch zu spielen. Das heißt, 16. Spielminute ist erreicht. Und dann wird es da mit dem Bulli weitergehen. Beide Mannschaften mit frischen Kräften. Die Eisbären zum Bulli angetreten. Mit ihrer zweiten Reihe dürfte das sein. Genau, Tiffels ist dabei auf der rechten Seite. Der schnelle Flügelspieler Wiederer war der Center, der das Bulli verloren hat. Scheibengewinn für Bremerhaven. Geht über links, schon rein ins Eisbärendrittel. Der erste Sturm, die erste Reihe der Bremerhavener. Versuch eines Schusses, aber Schläger gebrochen. Schade, das hätte was werden können für den Mann mit der 91, mit Miha Verlec. Muss jetzt aber erstmal zur Bank fahren und sich einen neuen Schläger holen. Und da ist der Kapitän Jan Obers am Puck gerade, der versucht, ihn rüber zu spielen. Ordentlich was los jetzt in den letzten Minuten hier. Und wieder sind die Berliner vorm Tor, aber der Schuss dann zu hoch angesetzt. Der sollte vermutlich einfach nur hinten an die Bande gespielt werden, damit sie da dann ihr System aufbauen können, aber das gelingt nicht und so jetzt erst einmal die Unterbrechung wegen 2-Linien-Pass und deshalb wird es vermutlich Bulli geben und es gibt beiden Teams die Gelegenheit hier noch einmal Wechsel vorzunehmen. 3:05 regulär noch in diesem ersten Drittel zu spielen. Spielstand 2:2. In den letzten Minuten ging es hier hoch her mit einem Schiedsrichter, der sich auch mal zwischendurch auf den Hosenboden gesetzt hat, weil es so schnell ging, weil so viel los war. Wir haben viele Tore gesehen. Es ist ein auf alle Fälle packendes erstes Drittel in diesem ersten Finale und wir haben jetzt wieder Bulli und zwar vor dem Tor der Berliner und die Bremerhavener werden versuchen, hier weiter gleich nachzusetzen. Sie sind momentan die Mannschaft, die halt aus diesem 0:2 wiedergekommen ist und auch jetzt dieses Bulli gewinnen kann. Am Schuss direkt fast von der Torlinie geht der Schuss direkt in die Fanghand dann aber von Jake Hildebrandt. Und dann gibt es da noch ein paar Schubsereien direkt vor dem Tor. Und dann sind die Referees direkt dazwischen gegangen. Also erneut Bulli. Ja, und darauf reagieren Verteidiger sehr allergisch. Falls da ihr Goalie, ihr Torhüter, mal in Gefahr kommen sollte. Weil der kann sich ja gegen nichts wehren, wenn da einer so angerauscht kommt. Und wenn man dann um so ein Eisenpfosten gewickelt wird, das ist extrem schmerzhaft und da schreiten die sofort ein und räumen da alles ab. Schlagschuss von der blauen Linie jetzt von den Bremerhavenern, aber der geht nicht durch, kann geblockt werden. Bremerhaven erobert aber das Spielgerät zurück. Ist drin, verdeckter Schuss, Schoner, der linke Schoner von Hildebrand zur Stelle. Er kann den Puck zur Seite klären und jetzt spielen die Eisbären die Scheibe erstmal raus, kriegen sie prompt zurück und versuchen es jetzt mit einem Aufbaupass über die rechte Seite reingespielt. Föder soll die Scheibe erlaufen, schafft er aber nicht. Und jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Fast von der blauen Linie, sondern eher geschlänzter vom Torschützen zum 2:2 von Russ Mauermann. Keine Probleme für Hildebrand. Nächster Schuss. Auch da ist er mit dem Schoner zur Stelle. Jetzt sind die Bremerhavener am Drücker, suchen die nächste Möglichkeit. Die kommt jetzt über die rechte Seite. Schusschance. Abgepfiffen. Wie geht's weiter, Olaf? Wir sind gespannt. Die Strafzeit angezeigt.
Die Fans erheben sich, wir werden das gleich aufklären. Ich glaube, es gibt eine Strafzeit für die Gäste aus Berlin, aber das werden wir gleich genau klären, wer da auf die Strafbank muss. Das wäre natürlich für Bremerhaven dann die große Gelegenheit, hier tatsächlich noch in Führung zu gehen. Also Haken ist angezeigt von den Referees und das bedeutet, dass da einer auf alle Fälle auf die Strafbank muss. Sehen da auch einen Berliner, hast du ja gesehen können, wer es ist, der da auf die Strafbank steht? Ich kann nur sagen, dass er jemand mit einem weißen Helm und einem blauen Streifen drauf ist. Da. Und das kann kein Bremerhaven so sein. Und das bedeutet auf alle Fälle Powerplay für Bremerhaven. Und da sind sie gut drin. Auch jetzt gleich der erste Schuss. Und mit der Schulter ist Jake Hildebrand da und kann diesen Schuss parieren. Dann allerdings Fehler bei den Pinguins. Puck erstmal raus aus dem Drittel. Müssen neu aufbauen. Ganz hinten rum. Und dann den Puck zuerst ins Drittel der Berliner bringen. Aber das ist genau die Situation, vor der beide Trainer gewarnt hatten. Ganz besonders natürlich Saint-Jobin, der Coach der Berliner. Bloß nicht in Unterzahl geraten gegen Bremerhaven. Das können sie richtig, richtig gut. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Team im Powerplay. Auch jetzt schieben sie den Puck ganz ruhig hin und her. Die werden nicht nervös. Die behalten die Ruhe. Und dann kommt der Schuss aufs Tor. Geht aber erst einmal vorbei. So, ich kann das erstmal aufklären. Auf der Bank der Kapitän der Eisbären, Kai Wissmann. Also der muss die Strafe abbrummen und kann da jetzt nicht helfen, nicht eingreifen. Bremerhaven weiter mit guten Möglichkeiten. Seklic ist es jetzt eben gerade gewesen, der da kurz vorm Tor relativ frei zum Schuss kam, aber die Scheibe nicht im Tor unterbringen konnte. Nichtsdestotrotz weiter Scheibenbesitz für die schwarz gekleideten Gastgeber. Jetzt ist das Spielgerät erstmal von den Eisbären erobert worden. Sie spielen ihn weit nach vorne und nutzen das jetzt erstmal, um zu wechseln, frische Leute zu bringen. Und dann werden sie irgendwann wieder mit einem Wann weniger hinten in ihr eigenes Drittel reingedrängt werden. Bremerhaven versucht es über die linke Seite, hat aber noch nicht richtig Kontrolle über die Scheibe. Nichtsdestotrotz, Besitz der Scheibe für Bremerhaven. Jetzt ist die Kontrolle auch da. Friesen an der linken Seite, zurück an die blaue Linie. Bruckgießer, Schlagschuss. Geht nicht durch, aber Scheibenbesitz weiter. 8 Sekunden noch. Viel Zeit ist nicht mehr. Oh, das wäre es fast gewesen. Verdeckter Schuss. Noch einer von der Blauen. Schoner von Hildebrand zur Stelle. Und das ist es. Das erste Drittel ist durch. Spielstand 2-2, Olaf. Eieiei, also hier ist richtig was los in diesem ersten Drittel. 4 Tore haben wir gesehen. Es steht 2-2. Es ist das, was wir vorher so ein bisschen prognostiziert hatten, was alle Experten, auch natürlich die Verantwortlichen, die Spieler, die Trainer gesagt hatten. Es wird ein Duell auf Augenhöhe sein. Das hat sich weitestgehend bewahrheitet mit klaren Vorteilen in den ersten 5 Minuten für die Berliner oder in den ersten 10, sagen wir mal. Dann kam Bremerhaven zurück und zurückkommen wir übrigens auch und zwar natürlich zum zweiten Drittel. Bis dahin allen erstmal eine schöne Pause. Wir melden uns gleich wieder live hier aus Bremerhaven. So, und damit herzlich willkommen zurück in der Eisarena in Bremerhaven zum ersten Playoff-Finalspiel zwischen den Fischtown-Pinguins und den Eisbären Berlin. Das erste Drittel ist vorbei, steht 2-2. Die Akteure sind zurück auf dem Eis und auch eure Reporter Olaf Rathje und Jens Christian Gussmann sind hier. Jens, nochmal kurz, wie ist die Vorfreude bei dir nach diesem ersten Drittel auf das, was jetzt folgt? Er war ja Traumstart für die Gäste, für die Berliner. 2-0 schon nach 6 Minuten. Und dann der Anschlusstreffer quasi aus dem Nichts. Und dann zeigte Bremerhaven seine Comeback-Qualitäten. Also war ein tolles erstes Drittel. Wenn es so weitergeht, können wir nichts falsch machen hier. Und das zweite Drittel hat bereits begonnen. Bremerhaven im Puckbesitz, im Drittel der Gäste. Will hier gleich nachlegen mit diesen 2 Toren, die sie zuletzt geschossen haben. Wir haben nochmal nachgeguckt. 93 Sekunden haben die Bremerhavener gebraucht, um zurückzukommen in diese Partie. Und dabei ein traumhafter Ausgleichstreffer durch Ross Mauermann, den wir euch versucht haben zu schildern, dass er technisch ganz, ganz, ganz fein macht. Und Jake Hildebrand da völlig verwirrt mit seinem Trick. Also groß, großes Eishockey in dem Moment von Ross Mauermann, als er das 2-2 für Bremerhaven erzielen kann. Und wir sehen auch jetzt schon in diesen ersten 20 Sekunden, ist kurz unterbrochen, wie diese beiden Teams hier gleich wieder rauskommen, aufs Eis und sofort voll reingehen.
Ja, und es geht weiter mit einem Bulli im neutralen Drittel, in der neutralen Zone. Die Eisbären mit ihrer ersten Reihe, mit ihrem besten Scorer Marcel Nöbels, Zack Bolczak, das ist der Center. Und auf der anderen Seite, auf dem Flügel, der Nationalspieler Leo Pföder. Jetzt Chance für Zack Bolczak. Da hat er sich die springende Scheibe erobern können, wird aber beim Schuss noch so ein bisschen bedrängt. Und deswegen ist er nicht in der Lage, da ganz konzentriert abzudrücken. Und deswegen bleibt es beim Spielstand von 2-2. Aber auch diese Szene zeigt einmal wieder, du darfst hier nicht eine Sekunde unachtsam sein. Du musst permanent konzentriert sein. Du darfst keinen Fehler machen. Du darfst nicht einmal die Konzentration verlieren. Ansonsten schlägt es gleich ein oder es wird zumindest für den Gegner brandgefährlich, Olaf. Lukas Käble, der Bremerhavener, war da aus dem Tritt gekommen, hingefallen und dann fast die Gelegenheit zum Führungstreffer für Berlin. Und es wäre dann ja eine Kopie des ersten Drittels gewesen, denn auch da kamen ja die Gäste raus aufs Eis und erschossen direkt nach 40 Sekunden das 1-0 noch. Jetzt sind sie wieder vorm Tor. Die legen sofort wieder los. Aber in dem Fall ist dann Gudlewski zur Stelle und kann parieren. Aber Berlin will es hier vor allem immer mit so einem Blitzstart hinlegen. Auch jetzt spielen sie den Puck hinters Tor. Der Bremerhavener wollen sich da erstmal festsetzen, ihre Formation aufbauen und dann eine Lücke finden, um zum Abschluss zu kommen. Lassen das jetzt hin und her laufen, aber dann der Scheibenverlust. Und das gibt die Gelegenheit für Bremerhaven, direkt aufs Tor der Berliner zuzustürmen. Aber dann etwas zu ungenau das Zuspiel. Trotzdem kommt der Puck noch einmal vors Tor der Gäste. Aber jetzt haben die sich den Puck zurückerobern können. So, und die Berliner wechseln. Bremerhaven hat das schon gemacht. Und dann wird es gleich vermutlich in Richtung Eisbärentor gehen, denn Bremerhaven hatte die Scheibe. Die haben es mit einem tiefen Pass probiert, sind aber nicht in der Lage, den Puck hinten an der Bande hinter dem Tor wirklich zu kontrollieren, zu erobern. Müssen sie auch aufpassen, ja, dass sie nicht aus dem Angriffsdrittel mit der Scheibe rauskommen. Da ist es passiert, Scheibe war draußen, sagt der Schiri, war über die blaue Linie komplett drüber. Scheel, der Mann mit der 54, hat das anders gesehen, aber das ist egal, was er sieht. Entscheidend ist, was der Schiri sieht. Und deswegen geht es gleich mit einem Bulli in der neutralen Zone weiter. Die Berliner wieder mit ihrer dritten Reihe. Center Manuel Widerer fährt zum Bulli, Olaf. Der wird natürlich jetzt wieder freigegeben und die Bremerhaven können den Puck erobern, spielen jetzt erstmal hinten rum an der Bande hinterm Tor, wollen ihn jetzt an der Bande dann da festmachen, haben ihn jetzt auch erstmal, müssten jetzt rüberspielen, das ist Dominik Uhr, spielt den Puck rüber, dann geht er aber erstmal hinters Tor weiterhin im Drittel der Gäste, die jetzt aber die Scheibe erobern können und ihrerseits aufs Tor zustürmen, dann ein bisschen technische Unsauberheit, trotzdem können sie das korrigieren, aber ich glaube, da dann Abseitsstellung, weil da schon ein Berliner reingefahren war ins Drittel der Bremerhavener und richtig entschieden von den Referees. Es gibt Pulli und dementsprechend natürlich Zeit zum Wechseln für beide Teams. Es ist jetzt große Wechselei, alle fahren zu den Bänken, die weiß gekleideten Gäste aus Berlin und auch die ganz im Dunkel spielenden Bremerhavener, die hier von den 4.646 auch heute wieder unterstützt werden, abzüglich natürlich der paar hundert, die da mitgereist sind aus Berlin. Spiel läuft wieder. Und die sich auch das ein oder andere Mal hier bemerkbar gemacht haben, das möchte ich als Berliner Reporter an dieser Stelle auch mal erwähnen dürfen. Absolut richtig, absolut richtig. Spielstand 2-2, es spielen 5-5 und das Ganze spielt sich jetzt im Drittel der Eisbären ab und ich erzähle das so prononciert, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, da ist ein Bremerhavener mehr auf dem Eis. Also die sind immer in der Lage, relativ kontrolliert den Puck da kreiseln zu lassen und die Berliner kommen nicht richtig ran an das Spielgerät und erst recht nicht sind sie in der Lage, den mal rauszubefördern. Und das muss ja ihr erstes Ziel als verteidigende Mannschaft sein. Jetzt aber Scheibengewinn auf der rechten Seite und dann schnell rausgespielt, um damit dann erstmal eine Unterbrechung zu provozieren und dann wieder frische Leute bringen zu können. So 40 bis 45 Sekunden, das will man ja idealerweise auf dem Eis verbringen, diese Zeit. Und dann ist man schon, wenn man dann viel Schlittschuh gelaufen ist, relativ kaputt und muss erstmal durchpusten und
sich eine Pause gönnen, um da nicht ganz dicke Oberschenkel zu kriegen. Oder? Aber ich teile deine Einschätzung, Jens, diese letzten Minuten, die Bremerhavener im Angriff, das wirkte fast immer so, als wären die in einer Powerplay-Situation. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, aber nee, da sitzt keiner der Berliner auf der Strafbank. Wir haben da nichts verpasst. Das ist immer noch pari, nicht nur beim Ergebnis, sondern auch auf dem Eis. Aber trotzdem haben die Bremerhavener das gerade sauber gespielt und damit die Berliner so in die Defensive gedrängt, dass fast immer zumindest andeutungsweise eine Schusssituation da war. Jetzt können sich die Berliner erstmal befreien. Allerdings glaube ich, Icing richtig. Deshalb gibt es da jetzt Bulli und zwar vor dem Tor der Eisbären. Noch einmal wieder Wechsel. Es geht jetzt schnell. Jede Gelegenheit wird genutzt, um Wechsel vorzunehmen. Und da sind natürlich solche Bullies immer eine willkommene Gelegenheit, um wieder frische Kräfte aufs Eis zu bringen. Bulli jetzt vor dem Tor der Eisbären Berlin und das gibt wieder die Gelegenheit für die Fishtown Penguins, den zu gewinnen und vielleicht direkt an der blauen Linie einen der beiden Verteidiger direkt ins Spiel zu bringen, die dann vielleicht mit einem Schuss aus der Distanz aufs Tor für Gefahr sorgen können. In diesem Fall aber erst einmal die Berliner mit dem Scheibengewinn, dann aber die Bremerhavener dazwischen, können ihn sich zurückerobern. Jetzt allerdings spielen sie den Puck aus dem eigenen Drittel raus. Und ich muss sagen, in den letzten paar Minuten auf mich machen da die Bremerhaven den Eindruck, als ob sie so ein Tick entschlossener da sind, als ob da so ein bisschen mehr Wille da ist, als ob sie auch in der Pause von ihrem Trainer, von Thomas Popisch, dem gebürtigen Berliner, nochmal mehr gepusht worden sind. Wobei es natürlich immer nur so eine ganz schmale Grenze, so ein ganz schmaler Grat ist zwischen Pushen und vielleicht ein bisschen zu viel Pushen. Momentan machen sie das für meinen Geschmack genau richtig. Wird jetzt mit einem Bulli im Eisbären-Drittel weitergehen. Spielgerät ist wieder auf dem Eis und die schwarz gekleideten Gastgeber. Sie erobern sich die Scheibe, suchen den freien Mann, finden ihn nicht und spielen den Puck jetzt erstmal ins Leere. Das führt zu einem Zweikampf bzw. drei oder vielleicht sogar Vierkampf an der Bande hinter dem Eisbären-Tor. Letztendlich aber Bremerhaven mit mehr Zweikampfstärke. Sie erobern den Puck, sind aber nicht in der Lage, ihn auch kontrolliert weiterzuspielen. Das führt jetzt zu dem nächsten Zweikampf an der Bande. Ist jetzt ein bisschen ein Spiel, wo man sagen kann, ja, ein bisschen viel Zweikampf, ein bisschen wenig Puckbewegung, sondern Spieler, die sich da einfach nur bearbeiten und dabei an der Bande stehen. So, Puck ist jetzt frei. Schaffen die Berliner jetzt mal einen Spielaufbau, der sich sehen lassen kann? Ja, sie kommen über die rechte Seite mit Erik Mick, einem ihrer Verteidiger. Der kriegt aber einen Check, fällt in die Bande und bei der Gelegenheit verliert er den Punkt. Und Wikingstart baut neu auf. Philipp Brugesser mit dem Pass direkt nach vorne ins Drittel der Gäste. Allerdings gehen die erstmal dazwischen. Deshalb jetzt hier gerade sehr viel hin und her. Die ersten 5 Minuten sind rum. Im zweiten Drittel Spielstand weiterhin 2-2. Schauen wir uns das zweite Drittel an. Dann gehen die ersten 1-2 Minuten, würde ich doch sagen, wieder an die Berliner. Jetzt aber die letzten 2,5 Minuten eindeutig Bremerhaven. Die Spielbestimmende, die bessere Mannschaft. Aber jetzt der Fehler und das ist die Gelegenheit, die Riesengelegenheit für Berlin, hier in Führung zu gehen. Fehler im Aufbau im eigenen Drittel von Bremerhaven. Und dann ist da schließlich der Keeper Gudlewskis zur Stelle und kann diesen Rückstand für Bremerhaven erst einmal verhindern. Leo Pföderl, Nationalstürmer, hat da die Riesenchance für die weiß gekleideten Gäste. 4-5 Meter, zentrale Position, er ist frei, aber er kommt an Gudlewskis nicht vorbei. Pföderl probiert es mit der rechten Ecke, aber da ist die Fanghand von Christos Gudlewskis vom besten DEL-Goalie der abgelaufenen oder der laufenden DEL-Saison. Da kommt er nicht an ihm vorbei. Der hat da dieses 1-gegen-1-Duell für sich entscheiden können. Föderl nur zweiter Sieger. Spiel geht jetzt weiter im Eisbären-Drittel mit einem Bulli und Scheibe ist jetzt auf dem Eis. Die Eisbären holen sich das Spielgerät. Es geht schnell über links mit Deschenaux. 1-gegen-2 Konter. Er verliert die Scheibe. Haben die Eisbären da in dem Moment nicht so gut machen können. Und sie müssen jetzt auch aufpassen, dass sie da hinten nicht zu offen sind, denn sie waren nachgerückt. Bremerhaven auf dem Weg nach vorne, macht es aber auch nicht kontrolliert genug. Jetzt vielleicht mal Schlagschuss von der linken Seite, fast von der Bande. 12, 13, 14 Meter würde ich schätzen von der 72 von Philipp Bruckieser. Aber Hildebrand zur Stelle. Die Eisbären jetzt
über rechts rein ins Angriffsdrittel und versuchen es mit ein bisschen Kreiseln. Sieht ganz schön aus, bringt aber nicht viel, ist eher so brotlos. Wissmann jetzt mit so einem Schlenzer aus etwas weiterer Distanz. Kudlewskis hat wenig Sicht und deswegen mit diesem eigentlich harmlosen Schuss doch erhebliche Probleme. Kann es aber letztendlich verhindern, dass der Puck einschlägt. So, jetzt spielt sich das Ganze schon wieder im Eisbären-Drittel ab, die aber die Scheibe erobern. Byron über die rechte Seite chippt die Scheibe rein, stürmt hinterher und verliert sie jetzt an der Bande. Also das ist ein Moment, den man jetzt, da ist Byron wieder frei, ganz alleine vor Kudlewskis. Und er versuchte mit einem Chip und ist nicht in der Lage, den Puck im Tor unterzubringen. Die Riesenchance für die Eisbären, hier erneut in Führung zu gehen. Und da hat Blaine Byron eigentlich alle Zeit der Welt. Er ist übrigens bester Torschütze der Eisbären in den Playoffs. Aber in diesem Moment hat er es nicht gut gemacht. Da war wirklich Platz, da war Zeit. Aber er bringt den Puck an dem Letten da nicht vorbei. Der übrigens in seiner Karriere sogar mal 3 NHL-Spiele bestritten hat. Also jemand, der weiß, wie es funktioniert, das Halten da im Eishockey-Tor. Gleich geht's weiter. Spiel ist unterbrochen. Die Schiedsrichter fahren hin zu Kudlewskis. Der hat offensichtlich irgendein kleines Problem mit seiner Ausrüstung. Deswegen ist die Partie noch nicht wieder freigegeben worden. Gleich wird das aber der Fall sein. Schiedsrichter war da, hat mit ihm kurz gesprochen. Kudlewskis nickt. Jetzt kann es weitergehen. Handschuh ist wieder an. Schläger oder Stock hat er in der anderen Hand. Und er ist bereit. Bulli ist bereits ausgeführt worden. Die Eisbären haben die Scheibe. Aber Probleme mit dem Spielaufbau. Kommen momentan nicht gut hinten raus, nur unkontrolliert. Aber sie haben es immerhin geschafft, Scheibe erstmal rauszuspielen. Schusschance jetzt für Nöbels. Halb links, 7-8 Meter ist er da zur Stelle. Versucht es mit einem Schuss auf die kurze Ecke. Aber kein Problem für Kudlewskis, da mit der Stockhand zu reagieren und zu verhindern, dass der Ball einschlägt. Jetzt geht es schon wieder nach vorne für die weiß gekleideten Gäste. Diesmal über die rechte Seite. Sie suchen den Mann im Zentrum, finden ihn aber nicht und müssen jetzt wechseln, weil sie müde werden. Und die Bremerhavener nutzen diesen etwas unkontrollierten Wechsel zum Versuch eines Konters. Klappt aber nicht. Spielstand weiterhin 2-2. Und das gibt natürlich beiden Teams die Gelegenheit, wieder mal zu wechseln. Das wird jetzt immer wichtiger, dass man immer wieder frische Kräfte aufs Eis bringt. Thomas Popisch, der Trainer der Bremerhavener, hat das mehrfach gesagt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass da mal bloß keine Wechselfehler passieren, dass der Spieler zu lange auf dem Eis sind. Jens hat es eben schon gesagt, idealerweise sind die so 40 Sekunden vielleicht auf dem Eis und dann geht es rauf und runter und dann geht die Luft aber auch langsam weg. Dann wird die eng, dann wird es knapp, dann wird auch die Bewegung langsamer und dann passieren Fehler und dann kommen Tore. Jetzt geht es weiter mit dem Spiel auf dem Eis im Drittel. Der Berliner umkämpft an der Bande, aber Bremerhaven kann den Puck erst einmal behaupten. Weiterhin im Drittel, allerdings Scheibenbesitz jetzt für die Eisbären, die ihn erstmal rausspielen können, aber nicht kontrolliert genug. Bedeutet wieder Scheibengewinn für Bremerhaven. Dann aber Icing, der Pass ging ins Nirgendwo, geht also über gleich mehrere Linien und das bedeutet Bulli und ich glaube sogar direkt vor dem Tor der Fishtown Pinguins. Und jetzt machen sich auch die Gäste aus Berlin mal wieder richtig bemerkbar. Denn das wollen wir ja auch nicht verhehlen. Jens, da hast du völlig recht. Es sind ja einige hundert mitgereist. Auch da das Kontingent voll ausgeschöpft. Es sind 2 Clubs mit vielen Fans. Also allein das Fan-Duell wird uns schon begeistern in dieser Serie. Denn wenn es weitergeht in Berlin, werden da auch an die 1000 aus Bremerhaven mitkommen. Also das Duell der Fans wird fantastisch und das Sportliche, was wir bis ja sehen, ja auch. Ja, und jetzt zum Bulli bereit, die erste Reihe der Eisbären. Ihr Center Zach Bolczak steht da neben dem Schiri, Puck ist auf dem Eis und Bremerhaven hat sich das Spielgerät erstmal geschnappt. Scheibe ist auch draußen, aber ohne dass auch ein Bremerhavener am Ball ist. Das heißt, jetzt Scheibenbesitz gewechselt. Die Eisbären über links spielen in die Mitte. Nöbels aus der Drehung, den Abpraller versucht. Bolczak
fast parallel zum Tor stehen, reinzudrücken. Aber Ulewski ist zur Stelle mit beiden Schonern auf dem Eis. Kein großes Problem für ihn. Puck hat er in der Fanghand. Das war ein Versuch, den man durchaus mal wagen kann, aber der nichts eingebracht hat. Und damit weiterhin der Spielstand 2-2. Und damit haben wir jetzt hier eine Unterbrechung. Auf dem Videowürfel werden gerade Fans eingeblendet. Und lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob die Regie das wusste, war das Werders Torhüter Michael Zetterer, der da eingeblendet wurde bei der KISS-Cam. Also, ich glaube, das war einfach... Wen hat er gekisst? Seine Frau? Wollen wir uns jetzt gar nicht so festlegen. Also, zumindest glaube ich da gerade Michael Zetterer, den Werder-Keeper erkannt zu haben, der nämlich auch großer Eishockey-Fan ist. Genauso Ole Werner, der Werder-Trainer, der ja auch übrigens Fan der Eisbären Berlin eigentlich ist, sogar als Jugendlicher, wie er sagte, immer hingefahren ist zu den Spielen, damals noch in das Stadion, das du vorhin beschrieben hast. Ja, genau, das sagte, das war noch richtige Stimmung. Der aber jetzt aus Lokalpatriotismus gesagt hat, in diesem Jahr drückt er natürlich den Fishtown Penguins die Daumen, weil er die Geschichte, die hier im Bremerhaven entstanden ist, einfach bewundernswert findet. Und ich glaube, da kann man natürlich einfach auch mitgehen. Also noch immer unterbrochen das Spiel. Gleich geht es aber weiter. Der Jubel gilt jetzt nicht einem Tor, sondern weiterhin der Kisscam. Also Liebe ist auch in der Luft, neben viel Kampf. Und jetzt schweige ich ganz kurz, wenn hier die Arena zu hören ist. Wunderbar, diese Stimmung, oder? Also ich bin begeistert. Wir haben die 29. Spielminute. Spielstand 2-2. Im zweiten Drittel noch keine Tore. Spiel läuft aber wieder. Und die Fishtown-Pinguine müssen jetzt erstmal versuchen, aus dem eigenen Drittel rauszukommen. Intensiver, guter Vorcheck der Eisbären, die aber nicht verhindern können, dass die Scheibe jetzt aus dem Bremerhavener Drittel rausspringt. Man ist schon in der neutralen Zone. Und jetzt geht es aber gleich weiter mit Scheibenbesitz Bremerhaven. Die versuchen es über links, sind auch drin in der Mitte, aber zentral keine Anspielstation. Deswegen der Puck an der Bande hinter dem Tor erstmal rumgespielt. Und dann versucht er ihn abzufälschen. Und das war saugefährlich, was da Michael Werders gemacht hat. Und dann ist der Puck drin, 3-2 für Bremerhaven. Das 3-2. Sie drehen die Partie. Und jetzt ist hier richtig was los. Da schweigen wir sogar kurz mal. Mija Werlitsch mit dem 3-2. Zuerst konnte Jake Hildebrand noch abwehren, aber Bremerhaven setzt nach. Immer noch einmal ein Schuss aufs Tor und dann schließlich steht Mija Werlitsch komplett frei, weil der Puck zu ihm prallt und dann rüber gespielt wird. Und dann kann Mija Werlitsch mit dem Schläger den Puck völlig freistehend aus 1-2 Metern ohne Probleme über die Linie drücken. Da war dann Jake Hildebrand natürlich auch machtlos, wenn da zwei Pinguine gleich vor ihm stehen. Also Bremerhaven dreht die Partie. 10 Minuten gleich gespielt in diesem zweiten Drittel und Fishtown Pinguin führen mit 3-2. Da haben es die Eisbären einfach nicht geschafft, vor dem Tor abzuräumen. Und wenn das dann zu lange dauert und wenn man sich dann als Gegner dazu kontrolliert, die Scheibe zuspielen kann, dann ist die Gefahr ganz groß, dass genau das passiert, was da dann eben auch der Fall war. Zum Schluss kommt nochmal ein Querpass und da vorher schon Hildebrand auf den Mann reagiert hatte, der dann letztendlich den Querpass spielte, der erst den Schuss andeutete, hat es dazu geführt, dass die zweite Ecke komplett frei war. Werlitsch stand da und hatte keine Probleme, den Puck im leeren Eisbärentor unterzubringen. Jetzt müssen die Eisbären aufpassen. Schon wieder eine Chance für die Bremerhavener. Da konnten sie aber gerade noch mit einem Schläger dazwischen. Nichtsdestotrotz, Bremerhaven weiterhin in Puckbesitz und im Angriffsdrittel drin. Sie positionieren sich jetzt hinten an der blauen Linie. Lauert Bruckwieser, kriegt die Scheibe aber noch nicht. Jetzt spielt sich das Ganze an der Bande hinter dem Tor ab. Seitenwechsel. Schaffen es die Eisbären jetzt an den Puck ranzukommen? Nein. Rückpass an die Blaue. Rüber nach links. Schlagschuss von der Bande. So 12, 13 Meter. War aber kein wirklich guter Winkel. Und deswegen kein Problem für
Jake Hillebrand den Schuss von Christian Weise dazu kontrollieren. Spiel ist unterbrechen, gebrochen, gleich geht's weiter. Beim Spielstand von mittlerweile 3:2 für die Gastgeber. Die Fishtown Penguins haben Comeback-Qualitäten gezeigt. Also Jake Hildebrand fischt den da runter mit seinem Fanganschuh. Dreimal muss der bereits hinter sich greifen. Das fast ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Wir hatten das Duell der beiden Top-Goalies erwartet. Ich hatte gar nicht gedacht, dass es hier schon Mitte des zweiten Drittels 5 Tore zu sehen geben wird. Aber es ist ein spannendes Spiel. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe und es ist ein Spiel, das hin und her geht. Auch jetzt wieder die Gäste aus Berlin mit dem Schuss aufs Tor der Bremerhavener. Und dann ist Gutlewskis da, der ja in der Hauptrunde zum besten Goalie gewählt wurde, der auch heute schon mehrfach seine Qualitäten gezeigt hat, allerdings auch einmal nicht ganz so gut aussah und da hinter sich greifen musste. Also beide Goalies auch bisher schon mit durchaus Unsicherheiten in ihrem Spiel, deshalb vielleicht auch der Spielstand von 3:2 für die Fishtown Penguins. Es gibt Bulli vor dem Tor der Bremerhavener und jetzt sind natürlich die Gäste gefordert. Sie liegen plötzlich hinten, nachdem sie schon nach 5 Minuten mit 2:0 führten und hier eigentlich alles im Griff hatten, kommen die Pinguins zurück. Hoher Puck jetzt, geht er über die Bande? Nein, er bleibt auf dem Eis und die Berliner bauen neu auf. Über die rechte Seite, aber da sind zu viele Verteidiger, da sind sie nicht wirklich in der Lage, sich durchzusetzen. Holen sich das Spielgerät, aber zurück. Jetzt sind sie drin im Bremerhavener Drittel. Aber schöner Check da an der Bande gegen Eisbärenverteidiger Marco Novak. Und der fährt dann auch gleich runter vom Eis. Und die Gastgeber haben das Spielgerät erobert. Spielen ihn einfach so nach vorne, ohne dass er wirklich eine Anspielstation ist. Das bringt in der Regel nicht viel und die Regel wurde in diesem Fall bestätigt. Schon wieder Seitenwechsel. Die Eisbären schnell nach vorne. Schaffen sie es, die Scheibe? Ja, Rückpass an die Blaue, Schlagschuss, wird aber geblockt. Und jetzt die Chance zum Konter für Bremerhaven, aber unpräziser Pass. In der neutralen Zone spielt sich gerade das Spiel ab. Und jetzt schnappen sich die Bremerhaven die Scheibe. Die Eisbären probieren es mit Forecheck in diesem Fall, aber nicht wirklich erfolgreich. Bremerhaven ist vorne drin, sucht den Kapitän Jan Urbas an der Bande hinter dem Tor. Der fällt so ein bisschen auf die Knie, kann aber die Scheibe holen und verliert sie jetzt aber auch. Und die Eisbären suchen die Möglichkeit, hinten rauszukommen, ist nicht leicht, denn sehr guter Forecheck in diesem Fall von den Bremerhaven. Eben gerade auch starke Aktion vom Kapitän der Fishtown Penguins, Jan Urbas, der da technisch unfassbar sauber den Puck mitnimmt im Rückwärtslaufen. Also auch da hat sich ja in den letzten Jahren in der DEL so viel getan. Wieder die Fishtown Penguins mit dem Schuss aufs Tor, aber dann ist Jake Hildebrand da. Also die Goalies auf beiden Seiten immer mehr jetzt im Fokus, denn die Bremerhavener setzen ihr gewohntes Spiel aus der Hauptrunde und auch aus den bisherigen Playoff-Spielen fort. Sie schießen aus allen Situationen, warten gar nicht mehr lange, sondern einfach rauf aufs Tor. Vielleicht geht da einer durch, vielleicht rutscht einer durch, vielleicht fälscht noch einer ab oder es gibt einen Abpraller, den sie dann verwerten können. Das ist das System, das ist das Spiel von der Elf, von der Mannschaft von Thomas Popisch, die jetzt wieder Bulli haben vor dem Tor der Berliner. Das können aber die Gäste für sich entscheiden. Puck erstmal raus aus dem Drittel. Und ist es so, dass die Eisbären die Chance zum Konter haben. Marcel Nöbels wird bedrängt, kann aber schießen und landet dann im Tor der Bremerhavener. Tor ist verrutscht und vorher war die Scheibe nicht drin. Und ich kann eins unter Garantie sagen, das hat wehgetan. Nöbels ist da voll rein in dieses Torgestänge. Und das ist nicht irgendwie aus Weichgummimatten oder so, sondern das ist härtester Stahl. Das war richtig schmerzhaft für Nöbels. Die Frage ist für mich, inwieweit und wie intensiv er da beim Schuss angegangen wurde und behindert wurde. Gibt das vielleicht eine Strafzeit? Werden wir gleich sehen. Ich gucke mal zu den Schiedsrichtern hin. Bisher kann ich auf jeden Fall dieses Zeichen Arm hoch nicht erkennen. Und wenn es aber bleibt, wird es einfach nur mit einem Bulli im Bremerhavener Drittel weitergehen. Ja, scheinbar nichts angezeigt bisher. Wir schauen noch immer hin. Philipp Brugesser hatte ihn ordentlich bearbeitet, aber scheinbar alles mit fairen Mitteln. So haben die Referees entschieden. Bedeutet, es geht ohne Strafzeit weiter beim Stand von 3:2 für die Fishtown Penguins. Bulli vor dem
Tor der Bremerhavener können die Berliner für sich entscheiden. Sind jetzt an der blauen Linie, aber da blocken erstmal alle ab und trotzdem geht der Schuss aufs Tor. Trotzdem kann da Bremerhaven erst einmal klären. Trotzdem geht es wieder aufs Tor der Norddeutschen. Aber Puck jetzt raus aus dem Drittel bedeutet, die Gäste müssen wieder neu aufbauen. Spielen den Puck jetzt hinten rum. Im eigenen Drittel, dann aber Fehler beim Aufbau. Das allerdings während die Pinguins gerade einen Wechsel vollziehen, deshalb da auch ein Missverständnis und das jetzt Kampf an der Bande. Und zwar, ich zähle mal durch, 3 Weiße gegen 2 Schwarze. Viel tut sich nicht, aber es wird gedrückt, es wird gestoßen und jetzt ist die Scheibe frei. Nach links rüber gespielt, Bremerhaven in Puckbesitz, Schlenzer fast von der blauen Richtung Tor, trifft das Tor aber nicht. Hildebrand versucht irgendwie mal sich zu kriegen. Er sieht die Scheibe nicht und kriegt sie deswegen direkt vor die Brust, als von der blauen, von der linken Seite abgezogen wird. Und ohne überhaupt irgendwie zu wissen, wie er da den Einschlag verhindern konnte, wird er einfach nur irgendwie an der Brust getroffen. Kann aber dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer für seine Mannschaft steht, denn die liegt momentan am Schlussstrich nur 2-3 hinten. 5 Minuten 50 regulär noch zu spielen in diesem zweiten Drittel. Das wird natürlich noch ein bisschen länger dauern durch die eine oder andere Unterbrechung, so wie jetzt gerade. Es gibt Pulli, Puck ist aber wieder auf dem Eis und zwar im Drittel der Gäste. Bremerhaven kann die Scheibe im Drittel der Berliner behalten. Einmal hinten rumgespielt an der Bande Zweikampf, dann gehen die weißgekleideten Gäste dazwischen spielen den Puck nach vorne und erstmal raus aus dem eigenen Drittel und dann die Gelegenheit bei diesem Konter und wieder ist Gudlewskis da und kann parieren gegen Eder, der da die große Gelegenheit hatte, hier das 3-3 zu erzielen, aber Gudlewskis, der Goalie der Bremerhavener, kann da die Fanghandschuhe hochreißen und diesen Schuss abwehren. Da war ein Fehler bei den Bremerhavenern in der Defensive, der von den Gästen sofort ausgenutzt wurde. Und dann ging Tobi Eder aufs Tor zu und schließlich konnten die Berliner abschließen. Aber nicht präzise genug, so bleibt es beim 3-2 für die Fishtown Pinguins, die jetzt den Puck wieder aus ihrem Drittel rausgespielt haben. Bedeutet für die Eisbären, dass sie neu aufbauen müssen. Puck jetzt in der neutralen Zone, aber jetzt sind sie wieder vor dem Tor der Norddeutschen. Aber dann kann wieder Gudlewskis diese Hereingabe einfach runterfischen. Das ist ja auch durchaus wirklich erstaunlich in diesem Sport, wie die Goalies mit dieser schlechten Sicht, die sie ja haben, weil da so viel Verkehr vor ihrem Tor ist, mit dieser eingeschränkten Sicht durch den Helm, mit einer solchen Sicherheit den Puck mit ihren Fanghandschuhen da aus der Luft runterfischen, vor allem wenn es zwei solche Spitzentorhüter sind, die wir hier heute in diesem Finalspiel zwischen den Pinguins und den Eisbären Berlin sehen. Pulli vor dem Tor von Bremerhaven. Die Eisarena macht richtig Lärm hier in Bremerhaven. Sowohl die mitgereisten Gästefans als natürlich auch die Heimfans, die ja so diesem Spiel entgegengefiebert haben. Da ist Wismann, der Nationalspieler, mit dem Schuss von der blauen Linie. Der war schwer zu sehen für Gudlewskis, aber der kann ihn trotzdem sicher fangen. Also Wismann probiert es mal, der Kapitän der Berliner von der blauen Linie. Das war kein harter Schlag, aber der kann da einfach mal durchrutschen, weil die Sicht dann versperrt ist, weil da so viel los ist vor dem Tor. Ich habe es eben geschildert, aber in dem Fall ist Gudlewskis zur Stelle und kann parieren. Weiterhin 3-2 die Führung für die Fishtown Pinguins. 5 Minuten immer noch zu spielen. Hart umkämpftes Bulli jetzt. Puck ist bei den Bremerhavenern, die ihrerseits jetzt mal wieder etwas Entlastung versuchen zu bekommen, indem sie den Puck ins Drittel der Berliner spielen. Das gelingt auch, dass sie sich da jetzt gut festsetzen. Allerdings fehlt da jetzt einer auf der Verteidigerposition. Deshalb müssen sie die Scheibe einmal hinten rumspielen. Aber jetzt die Gelegenheit! Plötzlich rutscht die Scheibe da einfach vor das Tor von Jake Hildebrand. Aber dann der Schuss der Bremerhavener zu ungenau. Der geht dann am Tor vorbei. Jetzt dennoch die Gelegenheit. Überzahl für Bremerhaven. Schön zurückgespielt. Tor! Tor! Tor, Tor für Bremerhaven, das 4-2. Alex Friesen mit dem 4-2 für Bremerhaven.
alle in der Eisarena aufgesprungen von ihren Plätzen. Die Schals gehen nach oben. Ganz schnell gespielt von den Fishtown Penguins. Und dann Alex Friesen, der den Puck da einfach humorlos reinzimmert. Aber toll gespielt von den Fishtown Penguins mit der Rückseite des Schlägers. Einfach ein No-Look-Pass. Ich bin mir nicht sicher, ob es Cole Conrad war, der den Puck da einfach mal blind nach hinten spielt. In der Hoffnung, dass da einer ist. Und Alex Friesen ist da und ballert den einfach rein. Also 4:2 jetzt für die Fishtown Penguins gegen die Eisbären Berlin. Zur Erinnerung, nach 5 Minuten führte der Rekordmeister von der Spree hier in Bremerhaven mit 2:0. Dann kam Bremerhaven zurück, konnte zum 2:2 ausgleichen. Und jetzt für diesen zweiten Drittel geht es bisher mit einem 2:0 an den Gastgeber aus Bremerhaven. Bedeutet, in Summe steht es 4:2 für die Fishtown Penguins gegen die Eisbären Berlin. 3,5 Minuten sind noch zu spielen in diesem zweiten Drittel. Und die Scheibe ist unterwegs in Richtung Eisbären-Tor. Aber die Schiedsrichter sagen, nee, das war Icing. Das wird jetzt gleich, also das Spiel unterbrechen wir erstmal, das wird jetzt gleich mitten im Bulli in Bremerhaven der Drittel weitergehen. Das haben nicht alle auf dem Eis auch so gesehen, aber es ist so, wie es ist. Entscheidend, das ist die Meinung der Schiedsrichter, und die haben gesagt, war Icing, gleich Bulli im Bremerhaven der Drittel. Und damit weiter beim Spielstand von 4:2, im zweiten Drittel noch gut 3 Minuten 30 zu spielen. So, die Spieler machen sich bereit, Schiedsrichter geht in die Hocke und Puck ist auf dem Eis. Puck Gewinn für Bremerhaven. Das ist jetzt aber kein kontrollierter Spielaufbau, den sie da versuchen, sondern sie sagen einfach mal Scheibe nach vorne und dann Kniegas und hinterher. Hat insofern geklappt, als dass sie in Scheibengewinn geblieben sind, aber sie fangen quasi wieder da an, wo sie es eben schon mal probiert haben. Nächster Versuch. Scheibe einfach wieder reingespielt und die Stürmer, die Spieler hinterher. Wenig Kontrolle bei diesem Spielaufbau, aber wenn man das oft genug macht und wenn man die kräftigere und stärkere Mannschaft ist, kann auch das erfolgreich sein. Verdeckter Schuss und der hoppelt dann nur ganz knapp am linken Pfosten von Hildebrand vorbei. Nächster Versuch der Bremerhavener. Sie versuchen die Scheibe vors Tor zu bringen, da bringt er aber den Stock dazwischen, der Eisbären Goden. Wenn er das nicht schafft, stand da ein Schuss bereit, der nächste Bremerhavener. Das wäre dann vielleicht sogar das 5:2 gewesen. So bleibt es jetzt erstmal beim 4:2. Nichtsdestotrotz, Bremerhaven weiter am Drücker. Sie haben es eben versucht, mit einem Schuss von der Blauen durch Sieger Verlitsch. Kam aber nicht wirklich aufs Tor. Nichtsdestotrotz weiterhin Scheibenbesitz. Und wieder scheinen sich für mich da irgendwie Kraftvorteile zu zeigen bei den Bremerhavenern. Denn sie sind häufig in der Lage, die Zweikämpfe an der Bande zu gewinnen und so den Puck im Angriffsdrittel zu kontrollieren. Und jetzt versuchen sie es mal mit Tempo, nachdem sie kurz rausgedrängt worden waren. Sie behalten die Scheibe drin, linke Seite, Querpass, kommt aber nicht ganz an. Gute Idee, aber die Ausführung, da hat es nicht ganz gestimmt. Weiterhin 4:2 für die Fishtown Pinguine, die jetzt aufpassen müssen, weil die Eisbären jetzt mal mit Tempo und dem Puck über die rechte Seite kommen können. Aber sie klären es hinter ihrem eigenen Tor und geben selber wieder Gas. Es geht schon nach vorne. Wikingstad ist drin im Angriffsdrittel. Schuss wird aber geblockt und Scheibe springt erstmal raus. Das heißt, nächster Versuch zum Spielaufbau der Gastgeber, die weiterhin momentan klar in Führung liegen. 2 Tore Vorsprung, noch eine gute Minute im zweiten Drittel zu spielen. Da fordern die Zuschauer ein Foulspiel, eine Zeitstrafe, wird aber nicht gegeben. Spiel läuft weiter. Die Eisbären jetzt mit dem Versuch ins Angriffsdrittel reinzukommen, aber sie drehen erstmal ab und bringen noch eine frische Stürmerreihe für die letzten gut 50 Sekunden im zweiten Drittel. Die weiß gekleideten Gäste liegen hinten 2:4, kommen über links und verlieren die Scheibe. Das war unpräzise, das war unsauber. Das war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden Verteidiger, die hinter dieser Sturmreihe standen, nämlich Müller und Wissmann, schon relativ lange auf dem Eis sind.
Nichtsdestotrotz versuchen sie es nochmal. Über rechts, Alleingang von Müller. Der will den Rückpass an die blaue Linie spielen. Schlechte Idee. Da ist keiner. Das ist eine Einladung für Bremerhaven, schon wieder reinzukommen ins Eisbären-Drittel. Hat aber nicht viel geholfen, dieser Versuch da reinzukommen, denn die Eisbären jetzt nochmal mit dem Vorwärtsgang sind mit der Scheibe an der blauen Linie, wird rausgespielt von Bremerhaven und das dürfte die letzte Aktion gewesen sein, denn das zweite Drittel ist rum und die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven haben dieses Drittel mit 2:0 für sich entscheiden können und insgesamt liegen sie 4:2 vorne. Also momentan sieht es gut aus für die Gastgeber. Die Drittelpause läuft und wir melden uns zwischendrin nochmal wieder, werden ihnen dann sagen, wann es mit dem dritten Drittel weitergeht. Jetzt erstmal Pause hier in Bremerhaven. So, liebe Eishockey-Freunde, rein geht es ins letzte Drittel bei diesem ersten Finalspiel zwischen den Fishtown Pinguins und den Eisbären Berlin. Die Fishtown Pinguins führen mit 4:2. In knapp anderthalb Minuten geht es dann weiter. Und natürlich auch mit euren Reportern Olaf Rathke und Jens Christian Gussmann. Jens, ja. Berlin ist sensationell reingekommen hier ins Match in Bremerhaven. Vierte nach 5 Minuten mit 2:0. Und dann haben sie sich jetzt plötzlich so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. 4:2 die Führung für die Fishtown Pinguins. Wie kannst du dir das erklären bei einer so erfahrenen Mannschaft wie den Eisbären? Ja, Erfahrung ist ja das eine, aber du musst halt auch diese Erfahrung und die Leistung aufs Eis bringen. Und ich glaube, die Eisbären sind von diesem Doppelschlag, den es da am ersten Drittel gegeben hat, als sie nach 2-0 Führung für sie, also 0:2 auf der Anzeigentafel aus Bremerhavener Sicht, da den Doppelschlag kassierten und innerhalb von anderthalb Minuten schon den Ausgleich wieder drin hatten. Davon haben sie sich bisher nicht so wirklich erholen können. Sie haben das ein oder andere Mal recht gute Chancen gehabt im Alleingang, also im Konter. Aber dieses strukturierte Angriffsspiel, dass sie sich wirklich mal lange festsetzen können im Angriffsdrittel und dann Bremerhaven auch erheblich unter Druck setzen und dann vielleicht so irgendwann eine Chance rausarbeiten, das habe ich häufig gesehen von ihnen in der Saison. Heute Abend bisher gar nicht. Die einzige Gefährlichkeit, die sie bisher zeigen, ist über Konter. Die haben sie mehrfach nicht genutzt, deswegen liegen sie verdient 2:4 hinten. Wir sind jetzt gespannt auf die Antwort der Eisbären in diesem letzten Drittel. Kann Bremerhaven seinen Heimvorteil mitnehmen ins nächste Spiel nach Berlin und hier den ersten Sieg einfahren in dieser Serie? Es geht jetzt rein ins letzte Drittel hier in der Eisarena in Bremerhaven. Beide Teams sind wieder da, die Fishtown Pinguins weiterhin natürlich in ganz dunkel gekleidet, damit ihr euch da ein Bild machen könnt. Die Gäste aus Berlin in weißen Trikots und der Puck ist wieder auf dem Eis. Rein geht es ins letzte Drittel. Fishtown Pinguins gegen Eisbären Berlin. Die Norddeutschen führen mit 4:2 gegen den Rekordmeister von der Spree. Und der Puck ist im Drittel der Gäste, die ihn allerdings da erstmal rausspielen können. Aber dann Scheibenverlust. Die Fishtown Pinguins können ihn sich erobern. Und dann könnte es jetzt schnell gehen. Schön rübergespielt. Abseits. Abseits. Ja, da war zuerst ein Pinguin ins letzte Drittel reingefahren. Und dann erst der Puck. Und das bedeutet Abseits, da geht dann auch der Arm hoch und das bedeutet Bulli jetzt und die Gelegenheit für den ersten Wechsel nach wenigen Sekunden schon, aber man nutzt dann ja halt jede Gelegenheit, um irgendwie jederzeit frische Kräfte reinzubringen und wir machen weiter mit dem nächsten Bulli. Ja, und das wäre ja blöd, wenn du nach 20 Sekunden, bist natürlich noch nicht müde, aber wenn du dann statt 20, 50 oder 60 oder vielleicht sogar 70 Sekunden auf dem Eis bist, dann kriegst du feste Oberschenkel und dann hast du vielleicht mal eine Situation, wo einfach die Muskulatur nicht mehr in der Lage ist, da den entscheidenden Antritt mitzugehen, den dein Gegenspieler geht. Und deswegen nimmt man immer die Chance wahr, so nach 20 Minuten dann schon wieder den nächsten frischen zu bringen. So, Spiel läuft wieder. Spielstand 4:2 für Bremerhaven. 41. Spielminute läuft und Bremerhaven schon wieder auf dem Weg nach vorne. Rein ins Eisbären-Drittel, aber die Scheibe verlieren sie jetzt erstmal. Die Eisbären, wenn sie kommen mit Tempo, und sie kommen jetzt mit Tempo. Über die linke Seite, Schuss auf den rechten Schoner von Gudlewskis. Der hatte aber gute Sicht
und konnte deswegen rechtzeitig zur Stelle sein. War aber eine Möglichkeit, die die Eisbären sich da durch ihr Tempo, durch ihre Geschwindigkeit erarbeitet haben. So, Bremerhaven macht das anders. Die machen das mehr mit Druck und mit Power und verlieren jetzt aber die Scheibe in der neutralen Zone. 1-3 Möglichkeit von Bojczak. Der setzt sich durch und kommt da bis Kudlewskis, der dann aber die Scheibe im Fanghandschuh begräbt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Liebe Freunde, wir führen weiter mit 4-2. Allerdings ist Bojczak da auch so sehr angegangen worden, dass Schiedsrichter da ein unregelmäßiges Verhalten gesehen haben bei einem Bremerhavener. Deswegen jetzt Strafzeit und 2 Minuten Überzahl für die Eisbären. Es ist das erste Mal an diesem Abend. Ich bin gespannt, wie sie das nutzen werden, Olaf. Felix Scheel muss auf die Bank wegen Hakens. Das haben die Referees genau erkannt. Zach Bojczak hat das eben stark gemacht, also technisch wirklich ganz sauber. Ging da einmal komplett durch und dann hat ihn Felix Scheel so behindert, schließlich noch am Abschluss, dass es jetzt diese Strafzeit gibt für die Pinguins. Und da sind wir gespannt, was die Eisbären Berlin daraus machen können. Beide Teams ja extrem stark im Powerplay, auch wenn wir das heute noch nicht gesehen haben, weil halt beide Teams auch so diszipliniert sind. Wir haben bisher ganz, ganz wenige Strafzeiten gesehen. 2 Minuten jetzt, also Felix Scheel draußen auf der Bank, bedeutet ein Spieler mehr für die Gäste, die 2-4 hinten liegen und jetzt den Punkt natürlich versuchen, in eine gute Schussposition zu bringen. 2 Spieler an der blauen Linie postiert, rübergespielt und dann nicht sauber getroffen bei diesem Schuss. Der verrutscht ein wenig, deshalb können die Pinguins das erstmal abblocken. Das ist eine Qualität der Fishtown-Pinguins, dass sie sich wirklich in jeden Schuss auch reinwerfen und versuchen, das zu verhindern. Jetzt wieder kurze Unterbrechung, bevor es mit dem nächsten Bulli weitergeht. 1:38 müssen die Bremerhavener noch in Unterzahl überstehen. Also allzu viel haben sie da noch nicht von der Uhr genommen. Und das bedeutet natürlich für die Gäste auch, dass sie noch nicht hektisch werden müssen, sondern ganz in Ruhe versuchen können, da die richtige Position zum Abschluss zu finden. Erst einmal jetzt Bulli. Er wird natürlich Bremerhaven versuchen, den irgendwie zu gewinnen und rauszubefördern aus der gefährlichen Zone. Bremerhaven kann auch den Bulli gewinnen, aber nicht rausbefördern aus ihrem Drittel. Bedeutet weiterhin die Berliner im Scheibenbesitz. Blaine Byron spielt die Scheibe an der Bande hinter dem Tor auf die andere Seite, nach links rüber. Puck kommt zurück, Byron verliert ihn und jetzt erstmal rausgepfeffert das Ding von Wikinger, von Nicolas Jensen, von denen im Trikot der Fishtown-Pinguine. So, das würde jetzt bedeuten, die Eisbären müssen sich erstmal wieder vorne reinarbeiten und dann in Position kommen. Im Drittel sind sie drin und die Kontrolle über den Puck ist auch relativ gut. Geht rüber auf die linke Seite, zurück an die blaue. Marco Novak ist da mit dabei. Das ist die 2. Powerplay-Formation dann der Eisbären. Scheibenverlust. Bremerhaven mit 2-2. Konter auf die rechte Seite rüber. Schuss wird versucht auf die lange Ecke. Oben geht aber drüber. Und schon wieder ist das Spielgerät auf der anderen Seite. Querpass auf Leo Föderl, der ist frei. Aber nur 2. Sieger im Duell mit Kudlewskis. Das war so eine Situation, halbrechte Position, 4-5 Meter bis zum Tor. Wirklich eine super Torschussmöglichkeit. Hat er nicht genutzt, Olaf. Und die Zeit verrinnt langsam für die Berliner. Ich schaue 15 Sekunden noch, dann sind die Bremerhavener wieder vollzählig und der Puck ist aktuell auch noch nicht mal in der Hälfte im Drittel der Bremerhavener. Also sie werden diese Überzahl nicht nutzen können, denn jetzt ist Bremerhaven wieder komplett, wobei das häufig eine ganz gefährlicher Moment ist. Der Moment, wenn das Team wieder vollzählig ist, in diesem Moment war es auch so, denn da kamen dann schließlich die Berliner noch einmal zum Abschluss, aber Kudlewskis konnte da die Schoner zusammenbringen und den Schuss abblocken, der da aus kurzer Distanz auf sein Tor kam. Wieder die Berliner im Drittel der Bremerhavener, aber die machen da vorm Tor alles dicht, können da jetzt auch erstmal abblocken. Das ist Mia Verlic, der dann aber nicht ankommt. Jeglic läuft einmal an, macht da vorne dicht und zwingt da die Gäste zum Fehlpass und damit wieder Scheibengewinn für Bremerhaven, die hinten rum spielen. Sie führen weiterhin mit 4-2.
vorbei in diesem dritten Drittel. Es sind noch 16 Minuten zu spielen, also ist noch eine lange Zeit zu gehen. Und im Eishockey kann es so schnell gehen, das haben wir alleine heute schon gesehen. Da hat ja die Führung schon gewechselt, denn Berlin ging hier mit 2:0 in Führung. Und jetzt eine Abseitsposition, das war ein bisschen zu langsam gespielt. Da war bereits ein Berliner ins Drittel der Bremerhavener reingefahren und deshalb richtige Entscheidung. Bulli. Zu spielen im vermutlich letzten Drittel, noch 15 Minuten, 50 Sekunden, Führung für die Gastgeber 4:2 und jetzt wird es gleich weitergehen mit dem nächsten Bulli, gespielt in der neutralen Zone, kurz vor der blauen Linie zum Bremerhavener Drittel. Puck ist frei und die Gastgeber erobern sich das Spielgerät. Geht gleich nach vorne über die rechte Seite, aber kein wirklich kontrollierter Pass. Probieren Sie es nochmal mit einem Check an der Bande hinter dem Tor. Verhindert aber nicht, dass die Eisbären schon wieder nach vorne kommen. Aber auch sie wenig Kontrolle über das Spielgerät. Auch da ein Check an der Bande hinter dem Tor. Also das ist jetzt eine Situation, die vielleicht jetzt gefährlich wird. Halb links, 5-6 Meter. Schusschance, aber Gudlewskis zur Stelle. Und jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung, in Richtung seines Gegenübers, in Richtung von Jake Hildebrand. Da wird eine Zeitstrafe von den Zuschauern gefordert. Schiedsrichter sehen aber das anders und damit heißt es weiter 5-5. Und Scheibenbesitz in dieser Sekunde für wen? Auf jeden Fall Zweikampf an der Bande hinter dem Tor für die Eisbären. Die jetzt es wie probieren. Auf jeden Fall haben sie Schwierigkeiten beim Spielaufbau. Jetzt Zweikampf an der Bande auf der rechten Seite. Bremerhaven erobert die Scheibe. Schuss von der blauen Linie von Nicolas Jensen, Topscorer der Bremerhavener bisher in den Playoffs. 11 Scorerpunkte, kein einziges Tor, 11 Assists, die er da gebracht hat. Aber wichtig für Bremerhaven, da ist Nicolas Jensen, der ja auch mit den Berlinern Meister geworden ist, rechtzeitig wieder fit geworden ist, der erfahrene Verteidiger. Und Jens hat es gerade gesagt, der ja auch in diesen Playoffs ordentlich Scorerpunkte gesammelt hat. Ich glaube, über unsere Außenmikrofone kommt es gut rüber, was hier mittlerweile wieder los ist in der Eisarena Bremerhaven. Vielleicht jetzt die Gelegenheit sogar zum 5:2, aber dann prallt der Puck ans Außengestänge. Aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Weiterhin die Fishtown Pinguins im Drittel der Berliner, dann aber schließlich Scheibengewinn schließlich für die Gäste. Knapp 15 Minuten sind noch zu spielen. Sie müssen langsam mal wieder den Vorwärtsgang einschalten und ein bisschen Gefahr vor das Gehäuse der Pinguins bringen. Das könnte jetzt vielleicht schon gelingen. Sie sind hinter dem Tor, müssten ihn jetzt nach vorne spielen, sind gut postiert. Dann kommt der Schuss, schön verdeckt. Er wird dann aber schließlich abgeblockt. Und damit bleibt es hier beim 4:2. Aber die Berliner jetzt mit einer Drangphase. Genau das brauchen sie jetzt in diesem Spiel, um ranzukommen. Wieder, das ist Freddy Tiffels. Und dann der Schuss aus der Distanz. Und dann schließlich Gudlewskis im Nachfassen. Und jetzt Gerangel und Geschubse natürlich vor dem Tor. Denn sobald da der Goalie angegangen wird, dann kommen alle zusammen und versuchen, den Torhüter zu schützen. Das ist auch in diesem Fall so gewesen. Und dann müssen die Referees sofort dazwischen gehen. Auch das ist passiert. Also haben sie mittlerweile auch schon wieder alle beruhigt. Das muss man insgesamt sagen. Jens, es ist insgesamt ein faires Finale. Also es gibt gar nicht viele Zweikämpfe. Wir hatten eben gerade mal diesen einen Check, den du geschildert hast, von McCurry, der da ordentlich einen mitgibt. Das war vielleicht schon ein bisschen Frust dabei, ein bisschen Verärgerung über den Abend, wie er bisher aus Berliner Sicht verlaufen ist. Aber ansonsten haben wir noch nicht viel gesehen, oder? Also ich würde mal sagen, dieses Ding von McCurry, das war ein echtes Brett. Da möchte man auch nicht auf dem Eis gestanden haben in der Sekunde. Also da hat es richtig eingeschlagen. Aber die Schiris hatten offensichtlich nicht so viel dran auszusetzen. Also von daher alles okay in der Sekunde. Ja, und ansonsten, wenn ich das richtig gesehen habe, 4 Minuten für Bremerhaven, 4 Minuten für die Eisbären. Also das ist für die Bedeutung der Partie, ist es wirklich wenig. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht liegt das auch damit, dass die Damen zusammen, oder hängt das damit zusammen, dass die Trainer ihren Spielern eingebläut haben. Kinders, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Wir dürfen uns einfach keine unnötigen Strafzeiten erlauben. In Unterzahl, da können wir ganz schnell hier in Rückstand geraten. Das können wir uns nicht leisten und nicht erlauben.
So, Spiel ist eben schon weitergegangen, jetzt schon wieder unterbrochen und wird gleich mit einem Bulli in der neutralen Zone, aber in der Nähe des Eisbären-Drittels weitergehen. Die Gäste jetzt mit ihrer, wenn ich das richtig sehe, dritten Reihe, unter anderem Jaidon Deschenaux dabei, ein Spieler, den sie während der Saison nachverpflichtet haben. Als Center Widerer jetzt beim Bulli, er verliert es. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Die haben eigentlich nur einen guten Bulli-Spieler, die Berliner, das ist Patrice Cormier und der kommt heute zu diesen Gelegenheiten viel zu selten aufs Eis. Nichtsdestotrotz, Scheibengönn für die Berliner. Jetzt geht's schnell nach vorne. Drin im Angriffsdrittel. Schuss von Blaine Byron, nachdem er den Puck da einmal hinter dem Rücken vorher um sich rumgezogen hatte. Konnte aber geblockt werden. Und keine Puckeroberung der Eisbären im Angriffsdrittel. Sondern sie müssen jetzt erstmal wieder von hinten versuchen, das Spiel neu aufzubauen. Das hat heute nicht immer gut geklappt. Da war ein Scheibenverlust im eigenen Drittel. Und da können sie gerade im letzten Moment noch die Schussmöglichkeit für die Bremerhavener verhindern. Und auch da ihr Goalie, Jake Hildebrand, auf dem Eis. Und auch da haben die Verteidiger typisch reagiert. Wenn da ein Stürmer auch nur in die Nähe kommt bei einem hockenden oder liegenden Goalie, da werden sie ganz, ganz hektisch. Und da mussten die Schiedsrichter jetzt erstmal dazwischen gehen. Spiel unterbrochen. 4:2 Führung für Bremerhaven. Ja, der Verteidiger der Berliner, Thomas Schimmitsch, hat aber sich sofort dazwischen geworfen und seinen Goalie verteidigt, damit seine Pflicht getan und geht jetzt wieder raus auf die Bank. Bulli vor dem Tor der Gäste, gewonnen von den schwarz gekleideten Pinguins, die jetzt versuchen, eine Schussposition zu finden, dabei aber nicht sauber vorgehen bzw. gut gestört werden von den Berlinern. Bedeutet, Scheibe erstmal wieder raus aus dem Angriffsdrittel, müssen neu aufbauen, tun das jetzt der Kapitän der Bremerhavener, Jan Obers, einfach mal direkt, ja, aus ganz spitzen Winkel setzt er den Schuss an. Das ist schwierig zu halten, aber Jake Hildebrand ist denn da, kann ihn zumindest abwehren, nicht fangen, aber abprallen. Und wieder Bremerhaven vor dem Tor der Gäste, vielleicht jetzt mit der Schussgelegenheit. Ich glaube, wieder ist Colt Conrad, jetzt fährt er einmal rum, weiter in Scheibenbesitz für Bremerhaven. Harter Einsatz jetzt an der Bande und dann ist die Scheibe erst einmal wieder raus. Bremerhaven mit dem neuen Aufbau geht schon wieder schnell. Das ist Ross Mauermann, der das zwischenzeitliche 2:2 in so einer sensationellen Art und Weise erzielt hatte. Technisch also wirklich allererste Sahne, dieses Tor zum Ausgleich. Weiterhin Bremerhaven im Scheibenbesitz in der Hälfte der Gäste. Da jetzt harter Einsatz von den Berlinern. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht auch eine Strafzeit gibt. Zumindest die Referees haben sie angezeigt. Und dementsprechend gibt es auch eine Strafzeit und die nächste Unterbrechung. Wir schauen mal rüber auf die Trainer, die ja irgendwie immer so, ja, relaxed und entspannt sich so ein Match anschauen. Sowohl Serge Aubin als auch Thomas Popisch, für den das ja auch ein besonderes Spiel ist, der in der Jugend in Berlin aufgewachsen ist und bei genau diesem Club, dem Vorläufer bei Dynamo, gespielt hat und da das Schlittschuhlaufen gelernt hat und seine Eishockey-Karriere begonnen hat. Aber auch er in seinem ersten Finale als Coach wirkt irgendwie ganz entspannt und wir warten jetzt darauf, dass es hier gleich weitergeht auf dem Eis. Ja, ist ja auch wichtig, dass die Trainer da nicht irgendwie Hektik in ihr Team reintragen, sondern Konzentration und bei der Sache sein. Und das kann man vielleicht nochmal bei der Gelegenheit, weil die Auszeit für das sogenannte Powerbreak immer noch läuft, erzählen. Tatsächlich hat Thomas Popisch seine Eishockey-Karriere ja beim SC Dynamo begonnen, war aber politisch da so ein bisschen nicht mit allem einverstanden, was passiert ist. Hat mit 17 Jahren dann Republikflucht versucht. Die hat nicht geklappt. Dafür ist er 4 Jahre ins Zuchthaus nach Bautzen gekommen. Hat dann, als er raus war, nur hobbymäßig noch Eishockey gespielt in der DDR. Hat sich durchgebracht mit Autoreparaturen und dem Verkauf von Schmuck. Und kurz vor der Wende, 89, ist es dann so gewesen, dass er über Ungarn tatsächlich einen zweiten Fluchtversuch gewagt hat. Der war erfolgreich, da war er im Westen. Und da hat er dann fast 400 Spiele in der DL und der DL2 bestritten und dann begann seine Trainerkarriere. 2016 kam er nach Bremerhaven und jetzt wird er vielleicht gegen seine alte Heimatstadt deutscher Meister. Auf jeden Fall läuft das Spiel wieder und seine Mannschaft,
Die Fishtown Penguins aus Bremerhaven führen gegen die Berliner mit 4:2. Wir haben die 49. Spielminute. Scheibenbesitz für Bremerhaven. Die sind mit dem Spielgerät jetzt hinter dem Tor. Zurückpass an die blaue Linie. Immer noch Powerplay. 5:4. Sie suchen den freien Mann in der Mitte vor dem Tor. Das ist Verlitsch. Der versucht es auch mit so einem halben Schlenzer. Da war nicht viel Zeit zum richtigen Ausholen. Damit kann er Hildebrand aber nicht bezwingen. Nichtsdestotrotz weiterhin Scheibenbesitz für Bremerhaven. Aber sie machen das diesmal nicht so geschickt. Lassen sich da so ein bisschen festnageln an der Bande. Links vom Tor von Hildebrand. Jetzt schaffen sie sich doch wieder ein bisschen Raum. Rückpass an die blaue. Rüber nach links auf Jeglic. Da ist der freie Mann auf der rechten Seite. Aber Winkel ist nicht so gut. Hildebrand kann auch noch ein, zwei Schritte rausfahren. Dadurch wird er noch schlechter. Ist geklärt. Noch gut 50 Sekunden. Ein Mann mehr auf dem Eis. Aber die Scheibe ist erstmal raus. Und die Berliner konnten wechseln. Haben frische Leute gebracht. Auf dem Eis jetzt ihre beiden besten Verteidiger. Ihr erstes Pärchen, die Nationalspieler Wissmann und Müller. Nichtsdestotrotz Bremerhaven jetzt wieder drin im Angriffsdrittel. Und haben sie Kontrolle über den Puck? Können sie ihn kontrolliert spielen? Geht zurück an die Blaue, zu Burgdisser. Querpass nach rechts rüber. Wieder links der Seitenwechsel. Friesen hat eine Schusschance gehabt. Hat es auf die kurze Ecke probiert, aber das Tor nicht getroffen. Puck ging vorbei. Nichtsdestotrotz. Immer noch Überzahl, immer noch Puckbesitz. 10 Sekunden. Nochmal der Versuch eines Querpasses. Ist aber ein Berliner Schläger dazwischen. Aber es geht immer noch weiter mit Scheibenbesitz für Bremerhaven. Die jetzt aber auch bei den Pressen nicht mehr so präzise sind wie noch vor ein paar Minuten. Da merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen an, sie werden jetzt doch so ein bisschen müder. Da lässt die Konzentration ein bisschen nach. Und dann mangelt es halt auch so ein Tick an der Präzision bei dem einen oder anderen Pass. So, jetzt sind die Eisbären wieder komplett. Jetzt heißt es wieder 5:5. Es wird gewechselt und die Bremerhavener haben Scheibenbesitz, ziehen sich erstmal hinter das eigene Tor zurück, haben alle gewechselt, haben jetzt genau ihre Positionen eingenommen und dann geht es nach vorne mit Tempo, aber mit einem schlechten Pass. Und damit ist der Angriffsversuch dann auch schon wieder gescheitert. Die Eisbären über rechts mit dem schnellen Tyronning hat eine Schusschance, aber im Tor, Gudlewskis hat auch gute Sicht und deswegen ist es für ihn kein größeres Problem gewesen, da den Einschlag des Pucks zu verhindern. Und Bremerhaven kommt jetzt noch einmal, aber da mitten rein in den Wechsel, deshalb da ein bisschen ungenauer. Vielleicht können sie diese Konfusion nutzen, denn sie sind jetzt vor dem Tor und dann kommt der Schuss, aber dann ist wieder Jake Hildebrand zur Stelle und kann den parieren. Wladimir Eminger war es, der Verteidiger. Der Bremerhavener, der da einfach mal von der Seite, von der Bande fast abgezogen hatte. Auch das natürlich schwer zu sehen für den Goalie, aber auch da zeigt er seine Klasse. Ja, beide Torhüter haben vielleicht bei einem Tor so ein bisschen Aktien drin auf beiden Seiten, aber sie haben auch viele Paraden gezeigt und gezeigt, warum sie beide zu den besten Eishockey-Goalies in der DEL gehören. 8:20 wird hier in Bremerhaven noch, ich möchte nicht sagen gezittert, aber gewartet, bis dann die ganz große Party losgeht. Sie führen mit 4:2 gegen die Eisbären Berlin und für die Gäste bleibt hier also noch 8 Minuten Zeit, um das Ganze zu drehen. In diesem Moment geht die Bande über die Plexiglasscheibe bei einem Lupfer und es gibt die nächste Unterbrechung und wieder die Gelegenheit für beide Teams, einen Wechsel vorzunehmen. 8 Minuten noch Zeit, das ist im Eishockey eine ganze Menge, das haben wir heute schon gesehen, dass das sich sehr schnell drehen kann, dass sich der Wind sehr schnell drehen kann. Die Berliner kamen hier aufs Eis, führten schnell mit 2:0, liegen jetzt 2:4 hinten, also über die Hoffnung müssen sie definitiv noch nicht aufgeben. Dafür ist diese Mannschaft auch zu erfahren und zu qualitativ stark, als dass sie sich hiervon schon aus der Ruhe bringen lassen würde. Und die Bremerhaven natürlich mit der Rückendeckung ihrer Fans, mit der Unterstützung hier schon ordentlich mit Euphorie unterwegs auf dem Eis. Aber jetzt wieder sind es die Gäste, die einen Schuss wagen, aber der kann erstmal von den Bremerhavenern verteidigt werden und dann gibt es die Gelegenheit zum Konter, wenn die Bremerhavener das jetzt sauber ausspielen. Das ist Sieger Jeglic, der den Puck hinters Tor bringt. Aber dann erst einmal wieder eine Unterbrechung und es gibt die nächste Gelegenheit zum Wechsel.
Und es steht weiterhin 4:2 für die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Zu spielen noch 7 Minuten 36. Also wenn es dabei bleibt, beziehungsweise diese Zeit, das wird ja auch immer mehr ein Faktor, die Uhr, die da runterläuft. Irgendwann werden die Eisbären ihre eher defensive Haltung, die sie hier in diesem Spiel bisher eingenommen haben, nämlich aufgeben müssen. Sie müssen ja noch mindestens 2 Tore erzielen, um hier irgendwas erreichen zu können. Und sie haben aber nichtsdestotrotz eben erstmal einen Schuss abzuwehren gehabt. Und da hatte Hildebrand im Eisbären-Tor schlechte Sicht. Und auch wenn das nur so ein Holperding war, das da auf sein Tor zukam, er konnte den kaum sehen und erst im allerletzten Moment eingreifen. Nichtsdestotrotz, Puck nicht drin. Und die Eisbären jetzt mit der Gelegenheit, mal reinzufahren ins Bremerhavener Drittel. Tun sie auch mit der Scheibe. Aber das Problem ist, sie haben nicht so wirklich Kontrolle dabei. Jetzt gibt es dann Zweikampf an der Bande, links hinter dem Tor von Gutlewskis. Insgesamt 4 Spieler beteiligt. 2 Bremerhavener, 2 Eisbären. Scheibe eingeklemmt an der Bande. Und jetzt ist sie frei, ja. Aber die Eisbären sind nicht in der Lage, einen kontrollierten Pass anzubringen, der dann in Position eines Spielers, der da vor dem Tor vor Gutlewskis lauert, gehen könnte. So, jetzt geht es gleich wieder in welche Richtung? Das geht ganz schnell rauf und runter. Da wird ein hoher Stock moniert eines Eisbären, aber geht alles weiter. Schlagschuss fast von der Blauen, von Jensen, Ex-Eisbär, geht aber nicht rein. Bremerhaven führt 4:2. 6 Minuten noch auf der Uhr, 6 Minuten noch beim Spielstand von 4:2 für die Fishtown Penguins, die weiter im Drittel der Berliner unterwegs sind und die jetzt gerade näher am nächsten Treffer dran sind als die Gäste. Und da kommt auch schon der nächste Stoß aufs Tor. Wieder abgeblockt, aber wieder können die Bremerhavener ihn sich zurückerobern, bleiben im Drittel drinnen. Und jetzt ist, glaube ich, der Puck über die Bande. Und jetzt hören wir mal kurz rein hier in die Eisarena. Alle stehen auf ihren Plätzen in diesen letzten 5-6 Minuten. Jens, was würdest du sagen? Wann fängt Serge Aubin an, der Trainer der Berliner, darüber nachzudenken, vielleicht auch den Goalie rauszunehmen? Ist sowas so 2-3 Minuten vor dem Ende die Option oder ja, wann wird er das machen? Also er denkt natürlich jetzt schon darüber nach, aber machen wir das jetzt noch nicht, weil jetzt ist es noch zu früh. Denn die Chance, ein ins leere Tor zu kriegen, weil du die Scheibe im Angriffsdrittel verlierst und der Gegner kommt denn da zu einem kontrollierten Schuss und da ist ja dann niemand mehr, der das Spielgerät aufhalten kann. Das ist zu gefährlich, das wird man nicht machen. Das wird man so meiner Meinung nach. Ja, gut, du bist mit 2 Toren hinten, also 2 Minuten vor dem Ende ist eigentlich zu spät. 3 sollten es mindestens schon sein. Nur 3 Minuten vor dem Ende würde ich auch vermuten, wird er langsam anfangen, diese Option zu ergreifen. Das wäre noch 2,5 Minuten entfernt, denn 5 Minuten 24, so prangt es hier oben auf dem Videowürfel, der über dem Eis zu sehen ist, sind noch zu gehen in diesem letzten Drittel bei 4:2 Führung für den Fishtown Penguins gegen die Eisbären Berlin, aber auch die mitgereisten Fans unterstützen nochmal ihre Mannschaft. Die schauen links rüber, die stehen hinter dem Kasten von ihrem Keeper, von Jake Hildebrand, der einige tolle Paraden heute gezeigt hat, schwenken ihre Fahne und ich glaube, das, was die Bremerhavener Fans hier in die Arena bringen, das ist gerade gut zu hören. Die klatschen und die schreien und feuern ihre Mannschaft an den ganzen Tag schon. In der Stadt Bremerhaven eine riesen Euphorie. Es gab heute in einem Supermarkt 10% Rabatt, wenn man im Eis, im Trikot der Penguins gekommen ist. Ein Eishändler möchte ein Fishtown Penguins Eis, eine Eissorte raufbringen. Die soll besonders süß sein, weil Siege so süß schmecken. Aber all das ist momentan nur Nebensache. Wir gehen wieder raus aufs Eis. 5 Minuten 17 sind noch zu spielen. Bulli im Drittel der Bremerhavener. Für die Eisbären am Bullypunkt der Center, Patrice Cormier. Er gewinnt das Bulli. Rückpass an die Blaue. Die Chance zum Schuss, aber geblockt von der 79 bei den Gastgebern von Colt Conrad. Nichtsdestotrotz bleiben die Eisbären in Scheibenbesitz, müssen aber erstmal wieder von hinten aufbauen. Das machen sie, sind in der neutralen Zone. Spuck jetzt nach rechts rüber. Ich nehme an, da hat den Schiedsrichtern irgendwas nicht gefallen. Das kann eigentlich nur abseits gewesen sein. Da war also ein Eisbär zu früh im Angriffsdrittel drin, bevor dann auch der Puck
dieses Angriffsdrittel erreicht hat. Patrice Cormier, der Center der dritten Reihe, bespricht das alles nochmal mit dem Schiri. Der sagt, ja, ja, da bist du ein bisschen schnell gewesen, mein Freund. Da warst du zu schnell drin, hast im Moment nicht aufgepasst. Also, weiter mit Bulli in der neutralen Zone. Spiel kann jetzt weitergehen, ist weitergegangen. Die Eisbären gewinnen das Bulli und versuchen es jetzt einfach mal mit einem Schuss vorne rein und dann alle Mann hinterher. Das gab die Schusschance für Verteidiger Novak von der rechten Seite, fast von der Bande, aber kein Problem für Godlewskis. Und das ist jetzt auch ein sehr, sehr grenzwertiger Check an der Bande der Eisbärenbank gewesen. Der Bremerhavener Spieler hat sich da halb von der Spielfläche verabschiedet. Aber auch das geht ohne Strafen weiter. Die Eisbären liegen hinten 2-4. Ja, ich dachte schon fast, Dominik Uhr, der Bremerhavener, fliegt da einmal direkt über die Bande. Zumindest kippte er schon quer rüber und hätte dann plötzlich Platz genommen auf der Berliner Bank. Konnte dann aber irgendwie wieder in Balance gebracht werden. Jetzt gerade auf dem Videowürfel zu sehen, Bremerhavens Bürgermeister und auch der Bremer Bürgermeister, also das Land Bremen komplett vertreten, unter anderem ja auch mit Michael Zetterer, dem Werder-Keeper, auch von den Eisbären Bremerhaven, der Basketballmannschaft, ist die Unterstützung da. Also für das Land Bremen und für die Stadt Bremerhaven ist das halt etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, dass sie hier im Finale stehen. Das hat es so noch nie gegeben. Das ist das erste Finale, das sie spielen. Und momentan sieht es so aus, als sollten sie das erste Finale dann auch gleich gewinnen. Aber bevor jetzt einige, die vielleicht mit dem Eishockey nicht so vertraut sind, schon den Champagner öffnen, auch diese Meisterschaft wird in der Best-of-Seven-Serie entschieden. Bedeutet, 4 Siege sind nötig, um den Titel zu holen. Das wäre nur ein erster Schritt, denn es geht dann am Freitag schon weiter in Berlin. Jetzt aber Bremerhaven, das ist Cole Conrad. Der ist da unterwegs, aber kann dann gestört werden. Trotzdem nochmal die Bremerhavener mit der Gelegenheit. Und dann müsste es eine Strafzeit geben, denn da war, glaube ich, ein Halten angesagt. Und das ist auch richtig. Sofort, Ross Mauermann wurde da zu Fall gebracht. Und die Referees haben das auch sofort richtig entschieden. Strafzeit für die Berliner. Und das ist natürlich wegen Stockschlagens. Das ist natürlich jetzt zu einer Unzeit. Denn natürlich müssten sie ganz im Gegenteil jetzt selber im Idealfall in Überzahl sein. Vielleicht, wir haben vorhin darüber geredet, dass sie auch überlegen, den Torwart rauszunehmen, um einen Spieler mehr aufs Eis zu bringen. Jetzt stattdessen 2 Minuten in Unterzahl. Und das bei einer Zeit von 3 Minuten 47, die insgesamt noch zu gehen wird. Und 2 Toren Rückstand. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation und da wirst du natürlich jetzt auf keinen Fall irgendwie deinen Goalie ziehen. So, dann 3:47 haben wir, ziehen wir die 2 Minuten ab, dann hättest du nur noch 1:47, indem du dann versuchen kannst, mitziehen des Goalies an einem weiteren Feldspieler, was an dem Spielstand zu drehen. Aber du musst ja nicht nur ein Tor erzielen, du musst ja 2 erzielen, um wenigstens in eine Verlängerung reinzukommen. Also ganz, ganz schwierige Kiste für die Eisbären, die jetzt aber sowieso erstmal diese Powerplay-Möglichkeit und Situation der Bremerhavener überstehen müssen. Schusschance von 16, 17 Metern von Cole Conrad, aber hat nichts gebracht. Nichtsdestotrotz, die Zeit läuft runter und Bremerhaven ist in Puckbesitz und sie versuchen sich die Eisbären jetzt zurechtzulegen. Rückpass wieder an die Blaue. Bruckieser mit einem Schlagschuss. Aber Hildebrand im Eisbären-Tor hat Sicht, kein Problem für sie. Puck in seiner Fanghand, er überreicht das Spielgerät an den Schiedsrichter. Und da wird es jetzt gleich mit einem Bulli im linken Bulli-Kreis des Eisbären-Drittels weitergehen. Und wir haben noch zu spielen 3 Minuten 14 und die Berliner noch knapp 1:30 in Unterzahl. Und Bulli vor dem Tor der Gäste. Referee wirft jetzt den Puck aufs Eis und dann geht er raus aus dem Drittel. Bedeutet, die Bremerhavener müssen neu aufbauen. Jeglitsch ist es, der jetzt hinten rumfährt hinter dem eigenen Tor. Und dann werden die Bremerhavener gleich versuchen, wieder in Position zu kommen. Sie lassen dann den Puck immer gut hin und her laufen. Wenn sie erstmal in ihrer Überzahlformation angekommen sind, dann geht das sehr, sehr schnell, bis sie dann schließlich die richtige Schussposition für sich entdeckt haben. Wieder Bremerhaven im Drittel der Gäste. Puck geht rüber, ein bisschen zu ungenau, kommt dann nicht an. Deshalb noch nicht die Schussposition schließlich da. Schau mal auf die Uhr, 45 Sekunden. Bremerhaven noch in Überzahl und dann der Fehlpass und der Puck geht raus aus dem Drittel. Bedeutet auch da Wechsel auf beiden Seiten und Neuaufbau bei Bremerhaven.
Und die Eisbären haben den Neuaufbau genutzt, um frische Spieler zu bringen. Aber nach wie vor sie ja in Unterzahl. Und sie müssen diese zwei Tore aufholen, wenn sie noch eine Verlängerung hier erreichen wollen. Deswegen ist es so, dass die Bremerhavener gar nicht den riesigen Druck haben, jetzt sofort nach vorne gehen zu müssen. Tun sie jetzt aber dann doch mal, weil ein 5-2 ist ja besser als ein 4-2. Und warum die Chance, die Möglichkeit nicht nutzen. Sie haben aber nur noch kurze Zeit, einen Mann mehr, und haben die Scheibe verloren. Die Eisbären spielen das Spielgerät ganz nach vorne. Das führt dazu, dass Christas Gudlewskis sie in seiner Fanghand begräbt. Spiel ist unterbrochen. 2 Sekunden noch Unterzahl für die Eisbären, dann sind sie wieder vollzählig und dann hätten wir noch 1,47. In 1,47 zwei Tore kann man machen, aber ob man es macht, ich habe Zweifel. Es deutet darauf momentan wenig hin, aber das haben wir heute schon mehrfach gesagt. Da passierten plötzlich immer Dinge, das Spiel kippte plötzlich in die eine und die andere Richtung, ohne dass es sich groß angedeutet hat. Also gehen wir mal von aus, Berlin macht jetzt plötzlich gleich noch den Anschlusstreffer. Dann kann hier natürlich noch was gehen. Dann gehen wir hier noch in die Overtime, das noch zur Erklärung. Dann gäbe es nochmal 20 Minuten obendrauf. Aktuell, gebe ich zu, deutet darauf wenig hin. Bremerhaven hat das hier aktuell gut im Griff, hat auch vor allem die Fans momentan richtig in Partystimmung versetzt. Ich bin gespannt, wie das hier heute Nacht in Bremerhaven weitergeht. Ein normaler Mittwochabend, 22 Uhr gleich. Und danach wird hier noch richtig gefeiert werden. Der erste Finalsieg der Geschichte. Partie noch immer unterbrochen. 1:49 noch zu spielen. Der Trainer der Fishtown Penguins, groß eingeblendet, Thomas Popisch. Über den ja vermutet wird, dass er auch nach der Saison Bremerhaven verlassen wird, nach Krefeld geht. Er selber möchte sich dazu immer nicht äußern. Wir lassen das jetzt auch mal unkommentiert und gehen wieder rein in die Partie, denn der Puck ist wieder auf dem Eis. Im Drittel der Bremerhavener. Die Berliner wieder vollzählig, haben das überstanden und haben ihren Torwart rausgenommen. Genau. Und sind jetzt mit einem Mann mehr auf dem Eis. Jetzt also 1:30 vor dem Ende mit Empty Net. Und das wäre natürlich die Chance, wenn Bremerhaven sich die Scheibe irgendwann mal klauen sollte. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Allerdings haben die Berliner auch Probleme, überhaupt erstmal diese Überzahl, Konstellation, Position im Angriffsdrittel einzunehmen. Sie kommen da gar nicht erst rein bei den Bremerhavenern. Spiel schon wieder unterbrochen bei 1:09 noch. Und wir schauen jetzt mal, wie das reingeht in diese letzten 1:09. Die Bremerhavener führen mit 4:2 gegen die Eisbären Berlin. Die haben jetzt mittlerweile ihren Goalie natürlich wieder reingenommen ins Tor. Der wird immer wieder schnell rauseilen müssen, damit die Berliner ihr Überzahlspiel aufziehen können, das aber bisher auch heute wenig erfolgreich war. Bulli jetzt vor dem Tor der Gäste. Das können die Berliner gewinnen. Weiter Schlag nach vorne, der dann hinter dem Tor der Bremerhavener landet. Das müsste Eising sein und demnächst das nächste Bulli geben. Aber auch damit die nächste Unterbrechung. Das bedeutet nicht viel Zeit von der Uhr gegangen. Weiterhin 1:02 zu spielen bei 4:2 Führung für die Fishtown Penguins. Niemand sitzt hier mehr auf seinen Plätzen. Es ist ein bisschen die Geschichte vom Wunder von der Unterweser. Im Fußball gab es das Wunder von der Weser, aber im Eishockey scheint es das Wunder von der Unterweser zu geben. Puck ist wieder auf dem Eis. Lukas Kelble hat heute getroffen, spielt den Puck einmal hinters Tor. Weiterhin Bremerhaven im Scheibenbesitz. Die letzte Minute läuft mit mittlerweile runter und immer noch führen die Pinguins mit 4:2. Jetzt aber Berlin nochmal im Scheibenbesitz. Zu ungenau dieses Zuspiel. Boychuk, der hat das 1:0 erzielt für die Gäste, ist immer noch auf dem Eis. Jetzt aber geht der Puck rüber auf die Bremerhavener. Die Zeit verrinnt. Sie müssten jetzt aber auch wirklich mal zum Abschluss kommen. Da kommt auch der Schuss aufs Tor, aber dann schließlich Gudlewski ist zur Stelle und kann ihn runterpflücken. Und damit diese Chance erst einmal vertan. Weiterhin 4:2 die Führung für die Fishtown Penguins. Es ist das erste Finale für die Norddeutschen in ihrer Geschichte. In dieser Stadt mit 110.000 Einwohnern gegen die 3,7 Millionen Einwohner Stadt Berlin. Das nur eines dieser kleinen
ungleichen Details, deshalb viele von einem David gegen Goliath-Vergleich sprechen, auch wenn die Berliner gesagt haben, das ist doch Quatsch, Bremerhaven hat die Hauptrunde gewonnen, da sind sie Erster geworden, also so sehr die kleinen Bremerhavener, das können sie uns auch nicht mehr erzählen und heute zeigen sie ja auch, dass sie zumindest sportlich mindestens auf Augenhöhe sind, sie führen ja mit 4-2. Noch immer nicht ist die Partie am Weiterlaufen, denn da gibt es noch ein bisschen Ungereimtheiten bei der Ausführung des Bullies. Aber jetzt sind dann alle bereit. Und Berlin hat mittlerweile den Goalie wieder rausgenommen. Also mit einem Spieler mehr auf dem Eis gibt Bremerhaven auch die Gelegenheit, sollten sie jetzt den Puck gewinnen, hier und dann aus der Distanz aufs Tor zu schießen, irgendwie ein Empty Net zu erzielen. Das gelingt aber nicht. Dieser Schuss geht weit am Tor vorbei und es gibt damit die nächste Bully-Situation vor dem Tor der Bremerhavener. Und vermutlich werden die Eisbänder gleich wieder mit ihrem, ich nenne ihn mal den Bulli-König, mit dem 28er, mit Patrice Cormier probieren. Es hat ja in ihrer Mannschaft niemand eine so gute Quote bei diesem Kampf um das Spielgerät wie Patrice Cormier, wie der 33-jährige Kanadier. So, jetzt gehen die beiden Spieler in die Hocke. Schiedsrichter wird das Spielgerät fallen lassen. Eine Scheibe auf dem Eis und die Bremerhavener holen sich das Spielgerät, prügeln es raus und die Uhr läuft gnadenlos weiter. Nein, da ist sie jetzt schon wieder gestoppt. 13,5 Sekunden noch. Drittes Drittel. Fishtown Penguins, Bremerhaven 4, Eisbären Berlin 2. Also es sieht momentan alles danach aus, als ob die Gastgeber in der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft mit 1-0 in Führung gehen sollten. Das nächste Spiel ja schon in weniger als 48 Stunden, nämlich Freitagabend in Berlin. Die Berliner jetzt noch mit einer Schusschance. Bulli ist ausgeführt worden und diesmal hatten die Eisbären das Bulli für sich entscheiden können. Aber kein Problem für Gudlewskis Uhr schon wieder angehalten. Nichtsdestotrotz, Spielgerät wird im Bremerhavener Drittel bleiben. Gleich das nächste Bulli. Cormier kommt wieder und wird er das Bulli für sich entscheiden können? Nee, diesmal sagen die Eisbären, wir probieren es mit einem anderen Föder. Nicht Cormier ist es. 10 Sekunden noch zu spielen, die können aber auch ewig dauern. Aber diese 10 Sekunden, die werden gleich runterticken und dann wird die Eisarena aber richtig laut werden. Noch lauter, als sie eh schon ist. Es laufen die letzten Sekunden und damit dürfte klar sein, dass hier nichts mehr passiert. Und da ist die Schlusssirene. Die Fishtown Penguins schlagen die Eisbären Berlin im ersten Finalspiel mit 4-2. Berlin ging mit 2-0 in Führung. Die Fishtown Penguins haben gnadenlos zurückgeschlagen, die Partie gedreht und nehmen den Heimvorteil mit nach Berlin. Jens hat es gesagt, am Freitag geht es bereits weiter. Und hier geht jetzt, glaube ich, in Bremerhaven erstmal die nächsten Stunden die Party weiter. Ja, man muss sagen, verdienter Sieg für Bremerhaven, gar keine Frage. Wie sie da zurückgekommen sind nach diesem Rückstand, 0-2 nach 6 Minuten, das kann einen auch schon mal schocken. Und sie wirkten auch in den nächsten Minuten auf mich danach erstmal wenig souverän. Ihr Anschlusstor dann mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen, aber danach, da hat dieser Treffer dann erheblichen Auftrieb gegeben. Und dann waren sie eigentlich die restlichen 50 Minuten das überlegene, das bessere Team und deswegen auch ein verdienter Sieg für die Fishtown Penguins, die jetzt mit 1-0 in der Serie führen und zusehen müssen, dass sie jetzt vielleicht nochmal so ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen mit den Fans feiern werden und dann aber möglichst schnell frisch werden, denn in weniger als 48 Stunden ist in Berlin schon das zweite Spiel. Und in dieses zweite Spiel gehen sie mit einer Führung in der Serie. Und auch diese Partie, das schon mal ein Hinweis an alle unsere Hörer, werden wir komplett live für euch haben. Also schon mal vormerken, Freitagabend 19.30 Uhr, Spiel 2 der Finalserie. Dann Eisbären Berlin gegen Fishtown Penguins. Die Bremerhavener führen in der Serie mit 1-0.